Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir sind geschüttelt, aber nicht gerührt. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Keine Zeit zu sterben und den Jungs von Massengeschmack.tv. Und hier ist euer Gastgeber. Hier ist Chris. Montagabend, 20.30 Uhr, hier ist Nerdizismus. Heute wieder mit einem Nerdizismus live. Und wie ihr seht, bin ich heute nicht alleine, auch wenn mein Kollege der Michael nicht dabei ist. Der hat mal wieder Kind. Vielleicht kommt er später noch dazu, müssen wir mal gucken. Aber aktuell müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Aber ich bin auch nicht alleine, denn ich habe ein Revival, an das ich mich sehr gut erinnern kann. Die zwei jetzt nicht so, ist aber auch nicht schlimm. Vor 5 Jahren haben wir nämlich mit Holger und Mario von Massengeschmack.tv schon mal über James Bond gesprochen. Damals noch über Spectre. Und heute wollen wir über No Time to Die reden. Und zwar zumindest in einem zweiten Teil schon so ein bisschen mit Heavy Spoilers. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, wir sagen es dann nochmal gleich explizit an, wenn wir dann in Spoiler-Territory kommen, aber seid hiermit gewarnt. Wie heißt das bei einem anderen Nerd-YouTube-Channel so schön? Alle Disclaimer wurden damit dann disclaimed. Wer noch nie bei uns war, ihr könnt mehr von Nerdizismus hören bei nerdizismus.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir besprechen regelmäßig The Walking Dead, Star Trek, Star Wars, wenn es wieder weitergeht, Westworld und aktuelle Filme rund um Nerdkultur und mit den Hero Nerds sogar alles rund um Marvel. Also da ist eigentlich jeder ganz gut aufgehoben. So, genug der Vorrede. Der Michael macht das viel, viel besser als ich. Ich bin da immer extremst ungeübt. Wo ich aber gut geübt bin, ist im Vorstellen meiner Gäste. Habe ich schon gesagt, zu meiner Rechten von euch aus gesehen haben wir den Holger. Hallo, guten Abend. Und unter mir ist der Mario. Hallo. Hallo. Wunderschönen guten Abend und schöne Grüße aus Hamburg. Ich habe auch passend für euch ein Hamburger Getränk mir besorgt. Zumindest lässt der Name auf was Hanseatisches schließen. Störtebäcker, ein Weißbier, ein Weizen. Ich stoße damit mal auf euch an. Und wir sagen damit auch, ehrlich gesagt. Und wir sagen auch damit herzlich willkommen an den Chat. Ja, No Time to Die. Vor 5 Jahren haben wir gesprochen über Spectre und ich habe es im Vorgespräch schon gesagt. Ich war dann mal so frei und habe mir unser altes Gesabbel nochmal angehört. Und Mario, du hast damals gesagt, du willst endlich mal wieder ein Oldschool-Bond haben und nicht immer in der Vergangenheit von Bond rumstochern. Und Holger, dir war die Storyline mit dem ganzen Halbbruder zu aufgesetzt und auch mir war das alles irgendwie ein Ticken zu konstruiert. Jetzt haben wir 5 Jahre Abstand. Habt ihr euch im Vorfeld nochmal Spectre angeschaut und würdet ihr das Gleiche wieder sagen oder hat der Film über die Zeit doch ein bisschen vielleicht gewonnen bei euch? Nee, ich würde das nach wie vor so sagen. Ich finde diese Story mit dem Stiefbruder Blofeld albern. Weiß nicht, was das soll. Ich habe auch bis heute den Sinn nicht verstanden. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich damals auch schon gesagt haben, dass ich den Film am Anfang sehr stark finde. Und er dann im Laufe der Filmlänge immer mehr verliert und ein sehr schwaches Finale hat. So sehe ich Spectre zumindest heutzutage. Und wenn ich eine Rangliste der 5 Quake-Filme erstellen müsste, wären Quantum Trost und Spectre die letzten beiden Plätze. Bei dir, Mario? Ja, geht mir genauso ähnlich. Also diese Geschichte da mit Bond und Blofeld als Halbbruder. Ich habe den Sinn bis heute nicht verstanden. Ich weiß nicht, was das soll, was man damit bezwecken will und ob man damit die ganze Story spannender machen will. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und ich sehe es genauso wie Holger auch. Der Spectre beginnt wirklich stark und hat ein wahnsinnig enttäuschendes Finale. Ne? Also völlig, also in meinen Augen sehr, sehr unspektakulär. Das ist,
bei Finale, bei 007 bin ich einfach ein kurioses Finale immer eigentlich gewöhnt. Furios meinst du wahrscheinlich. Furioses Finale gewöhnt. Und Kurios hatten wir jetzt ja. Ja, richtig. Furioses Finale gewöhnt und das hatten wir diesmal, das hatten wir bei Spectre überhaupt nicht. Alles sehr lasch und sehr enttäuschend eigentlich. Ne? Also, aber es ging noch. Also Spectre, also wenn ich jetzt eine Rangliste führen müsste, wäre Skyfall auf Platz 1 bei mir, also was die Craig-Filme angeht. Dann würde Casino Royale kommen, dann Spectre, dann ein Quantum Trost und der neue auf dem letzten Platz. Oh, okay. Ich bin bis zum vorletzten Platz mit dir gegangen. Ich würde Quantum of Solace auf den letzten packen. Ich aus auch. Vielen Gründen, aber ich habe aber heute ein YouTube-Video gesehen, warum der Film angeblich nicht so schlecht sein soll. Es hat mich aber nicht überzeugen können. Also von ich daher versuche seit 13 Jahren, mir diesen Film irgendwie schön zu saufen, es klappt nicht. Ich krieg's nicht hin. Ja, es ist ein solider Actionfilm, aber hat mit Bond nicht viel zu tun. Eben. Ja, und dann, genau, und wenn du das Bond-Franchise rausnimmst aus der Gleichung, dann bleibt, also bestenfalls ein solider, keine Ahnung, Sonntagnachmittag, Jason Statham, gucke ich eben so weg und habe ihn danach vergessen, Film übrig. Ja, so mit Schnitten, die mich nicht zur Ruhe kommen lassen. Wahnsinnig machen, genau. Ja, die einen wahnsinnig machen, allerdings. Ja, dann wissen wir ja ungefähr, wie so hier die Stakes verteilt sind. Und als die E-Mail kam mit der Einladung zur Pressevorführung und ich dann gelesen habe, 165 Minuten Länge, da habe ich mich ja schon innerlich geschüttelt und regelmäßige Hörer dieses Podcasts wissen, die wenigsten Filme, also ich mag lange Filme eigentlich selten, vor allem wenn sie nichts zu erzählen haben und leider greift diese Unart, Filme auf 130, 140, 150 Minuten zu strecken, was locker in 100 oder 120 Minuten gepasst hätte, immer mehr um sich. Und so bleibt mir bei diesem Film auch nur zu sagen, ich bin geschüttelt, aber wenig gerührt. Wie geht's euch? Also, ich möchte den Film immerhin zugutehalten, dass ich mich nicht gelangweilt habe. Also mir kam es nicht wie fast 3 Stunden vor. Insofern war er mir eigentlich nicht zu lang. Das kann ich nicht sagen. Es gibt viele Dinge, über die wir gleich wahrscheinlich sprechen werden, was diesen Film angeht. Nicht nur das Ende, sondern auch andere Aspekte. Aber es ist kein langatmiger Film gewesen. Also habe ich zumindest das Gefühl nicht gehabt. Würde ich auch unterschreiben. Ja, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, das stimmt schon. Es lag auch ein bisschen daran, dass bei so einer Pressevorführung das Handy natürlich auch immer eingetütet wird und so. Aber ich habe an der Stelle wirklich nicht. Aber trotzdem, es gab viele Dinge, die man hätte weglassen können. Und über die wollen wir heute sprechen. Wir wollen natürlich auch über das Gute bei der ganzen Sache reden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Holger, du hast es vorhin gesagt, bei Spectre, der fing so grandios an und ist dann so stark abgefallen. Bei diesem Film hatte ich das noch extremst mehr. Es gab eine, ich glaube, es war kurz bevor Bond auf seinen Halbbruder trifft. So viel können wir an der Stelle ohne Spoiler verraten. Da habe ich mich noch zu meinem Mitpodcaster Michael rübergebeugt und habe gesagt, Alter, ist das ein geiler Film. Und als hätte ich es beschworen, wurde es danach immer schlechter und schlechter, bis das Ding am Ende völlig in sich zusammengefallen ist. Deswegen lassen wir uns über den guten Sachen bleiben. Das war schon mit das beste Cold Open Bond Intro, an das ich mich erinnern kann, kommt in meine Top 3, Top 5 Bond Openings. Also mir hat das Intro auch gut gefallen, weil es ungewöhnlich war. Es war ja ungewöhnlich düster. Es war ja fast wie so ein Halloween-Horrorfilm, kann man fast sagen. Und das wär auch für mich okay, wenn man denn danach, nachdem die Credits dann gelaufen sind, übergeht in so eine etwas leichter, lockigere Form, wie man es von Bond-Filmen halt kennt, mit Humor, mit viel Action, mit schönen Frauen, schönen Autos, was alles dazu gehört. Dieser Film hat aber ja diese düstere Stimmung beibehalten, die fast 3 Stunden lang. Und es ist ja eine triefende Jammerparade im Grunde genommen, Selbstmitleidparade, die wir hier erleben. Und das war mir dann wiederum zu viel. Ansonsten fand ich das Intro sehr gelungen. Was mich verwundert hat, und das ging ja beim Gun Barrel schon los, wie blutarm das alles abgelaufen ist. Man hat im Grunde überhaupt kein Blut gesehen. Und eigentlich ist es bei Filmen ab 12
normalerweise auch nicht schlimm, wenn man da mal ein bisschen Blut sieht. Also ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben, weil sie den Film partout nicht Gefahr laufen wollten, dass er dann nur ab 16 freigegeben wird. Oder ob das auch wieder so ein Zeitgeist mittlerweile ist, dass man Blut mittlerweile gar nicht mehr zeigen darf, noch nicht mal im Gun Barrel. Keine Ahnung. Also das ist mir auch sofort aufgefallen. Mhm. Ja, das mit dem, ich habe es mir so erklärt, dass kein Blut kam, weil es einfach ein besserer Übergang zu dem Schnee ist, einfach optisch. Man hätte sonst diese rote Wand gehabt und man wollte, glaube ich, auf weiß in den Schnee faden. Ich schätze, also mir, aber mir hat es gefehlt. Ja, natürlich. Ich bin damit war cool. Dafür war mir für mich aber irgendwie klar, okay, die Nummer hier wird anders. Dann haben wir also dieses Intro und wir sehen Bond in seinem DB5 durch Süditalien fahren. Es wird Materna oder Matera eingeblendet. Mein erster Gedanke war, boah, die Karre wird aber nach 5 Minuten im Untermarsch weggeklaut da unten. Und dann kam, und da war ich zum ersten Mal kurz irritiert, dann kam dann, we have all the time in the world. Und dann dachte ich mir, oh oh, someone's gonna die. Und ich dachte ehrlich gesagt, jetzt muss die Madeleine dran glauben für einen kurzen Augenblick. Ja, das wäre auch meine Erwartung gewesen, dass sie halt umgebracht wird und er dann wieder in den Dienst zurückkehrt. Und dann gibt es halt eine schwarze 007, eine Frau, die mittlerweile seine Nummer übernommen hat. Und die wird dann auch irgendwie, kommt dann auch irgendwie ums Leben und er hat seine Nummer wieder. Das ist so die Erwartung, die ich hatte eigentlich an die Handlung. Gut, man kann natürlich jetzt sagen, okay, die haben bewusst nicht mit diesen Erwartungen gespielt, sondern haben es bewusst anders gemacht. Okay, das ist ihnen gelungen, das stimmt. Aber ja, also es geht ja schon mit Felix Leiter los. Also das ist ja schon relativ schnell im Film, nach einer Dreiviertelstunde oder sowas. Da habe ich ja schon gedacht, was soll das denn jetzt hier? Wieso? Felix Leiter. Lass uns das noch kurz ein bisschen hintanstellen. Bayo, also ich hatte richtig wohlige Gefühle, als diese Musik kam. Ich dachte mir, ach guck mal, das kommt gar nicht so oft vor, dass in anderen Bond-Filmen die Musik zitiert wird. Ganz, 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 ganz selten. Mhm. Jetzt außer dem Bond-Thema natürlich. Aber dass ein anderer Film ganz konkret zitiert wird, war selten. Und dann, es war ja noch zweimal. Später kam ja noch mal was aus Majesty. Allerdings an der Stelle, die für mich völlig unpassend war, warum da jetzt dieses Majesty-Thema kommt, wenn er da mit M da draußen an den Docks redet. Aber okay. Also da hattest du auch so ein heimeliges, wohliges Gefühl am Anfang? Der Mario Szene, Holger? Der Mario, ja. Ich jetzt, ja. Mhm. Ja, doch, also auf jeden Fall. Ich fand es auch sehr, sehr passend, weil das ist ein toller Soundtrack, den John Barry da damals komponiert hatte, zu Im Geheimdienst ihrer Majestät. Und ich bin ein großer John Barry-Fan. Ich höre die Filmmusik wahnsinnig gerne. Er war auch für mich das Nonplusultra, was die Bond-Filmmusik angeht. Also alles, was danach kam, kam lange nicht so gut an wie John Barry. Und von daher hat es mich sehr gefreut. Was den Anfang des Films angeht, mir ist das direkt aufgefallen, dass kein Blut im Gun Barrel ist. Das hat mich schon mal ein wenig gestört, weil ich das einfach gewohnt bin. Auch wenn man jetzt sagt, ja Gott, das passte nicht wegen der Schneelandschaft. Hat bisher auch immer gepasst, aber gut. Das war das erste kleine Detail, was mir aufgefallen war. Dachte ich, warum fehlt das Blut? Na gut. Ja, die Anfangsfrequenz, die Anfangsszene in Italien ist sehr, sehr stark gemacht. Aber auch, ich dachte, schon wieder Motorrad. Hatten wir jetzt in 3 Filmen bei Daniel Craig. Wir wissen jetzt mittlerweile, dass er Motorrad fahren kann. Also ja, natürlich schon spektakuläre Aufnahmen da, wenn er da die Treppe hoch rast und so. Aber ich habe spektakulärere Anfangsfilme, also ich habe zum Beispiel meine Lieblings-Anfangsvariante ist zum Beispiel bei Moonraker, die Szene mit dem Fallschirm tödliche Mission zum Beispiel, ja, genau. Ja. Wenn er am Hubschrauber draußen hängt und sowas, ne? Und oder auch der Spion, der mich liebte, wenn er mit Skiern wenn er dann her mit Skiern abstürzt und dann in letzter Sekunde den Fallschirm zieht und so. Das ist für mich alles spektakulärer. Das ist für mich Bond. Das sind so diese besonderen Momente, die Bond einfach ausmachen. Und da unterscheidet sich Bond einfach auch zu normalen Actionfilmen. Mhm. Und das hab ich hier in diesem neuen Film in keinster Weise gehabt. Es gibt hier nichts, was mich irgendwie besonders an Bond erinnert. Wir haben hier einen normalen Actionfilm,
der aber so gar nichts wirklich Besonderes hat, wo ich dachte, wow, wie geil ist das denn? Wie geil ist die Szene denn? Oder wow, wie spannend ist das denn? Wie kommt er denn aus dieser Situation jetzt wieder raus? Alles das, was man bei den früheren Bond-Filmen gehabt hatte, wenn er jetzt bei Goldfinger auf dem Tisch liegt und droht, vom Laser zersägt zu werden und so weiter und so. Alles diese besonderen Momente bei 007 hat mir komplett gefehlt. Ne? Und das hat mir auch, bei Spectre hat mir das schon gefehlt. Ne? Bei Skyfall ist es am Anfang die Szene mit dem Zug, wo er dann mit dem Kran dann da auf den anderen Zug drüber springt. Da dachte ich, oh, jetzt haben wir mal wieder so einen Bond-Effekt, so einen Wow-Effekt in dem Moment. Ne? Auf die Idee muss man dann erstmal kommen. Dann, dass er dann da über den Bagger dann springt auf den anderen Zug und den halben Zug, den halben Waggon dann abreißt dabei und so. Da hatte ich auch damals das Gefühl, ja, jetzt könnte man wieder auf der richtigen Schiene sein. Gerade bei Skyfall hatte ich das Gefühl, ja, sie kommt und Moneypenny kam wieder, Q wurde wieder erweckt und sozusagen das hat mir alles, da hatte ich schon die Hoffnung, jetzt hat man es kapiert, man muss wieder so ein bisschen die alte Bond-Schiene fahren. Ja, man hat ja, ich meine, den Greg-Film wird ja nachgesagt, sie würden den Realismus reinbringen, was ja im Grunde genommen auch völliger Kappes ist, ja. Also nur weil es schneller geschnitten ist und die sich halt ein bisschen mehr auf die Fresse hauen als früher, ja, sind Bond-Filme in keinster Weise realistischer geworden. Sie sind halt nur, ich sag mal, Kämpfe haben halt etwas längere Konsequenzen als früher und der Anzug ist dann halt auch wirklich mal hinüber. Aber ansonsten sind ja Bond-Filme nicht wirklich realistischer geworden, siehe auch den Plot in diesem Bond-Film. Und ich meine, ich frage mich, ich habe das irgendwie nur aus keinem, ich weiß auch nicht, warum ich das vorher noch nie gemacht habe, aber jetzt in Vorbereitung zu diesem Stream habe ich mir mal angeschaut, wer eigentlich die Drehbuchautoren waren und das ist ja Neil Purvis und Robert Wade. Und ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, was die bisher so gemacht haben, nämlich Die Welt ist nicht genug, Stirb an einem anderen Tag, Johnny English, Casino Royale, Quantum Trost, Skyfall, Spectre und jetzt No Time to Die, da muss ich mich ganz ehrlich sagen, warum war ich noch überrascht, dass mir dieser Film nicht gefallen hat. Denn dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann gefällt mir einfach das komplette Oeuvre dieser zwei Herren nicht. Und was mir dann jetzt im Nachhinein noch viel saurer aufstößt, ist, dass wenn schon die zwei gleichen Nasen die komplette Greg-Reihe geschrieben haben, dass sie dann so komplett inkonsistent sind, sich selbst widersprechen, nicht mehr wissen, was sie vor 3 Minuten gemacht haben und gesagt haben, und dann nicht in der Lage waren, diese 6 Filme zu einem runden und in sich abgeschlossenen Erlebnis zu machen, wo man sagen könnte, okay, das war so eine Reimagination von Bond, muss nicht jeder mögen, aber das Ding ist jetzt in sich geschlossen und passt. Ich bin gerade ein bisschen schwer und negativ beeindruckt, weil das war mir nicht bewusst, dass das immer die gleichen Drehbuchautoren waren. Mhm. Ja, ich wundere mich auch, dass die immer wieder genommen werden, weil ich... Also für mich gibt es ja schon einen deutlichen Niveauabfall, in der, was die Storys angeht, mit dem Beginn von der Pierce Brosnan-Ära. Also für mich endet Bond, so wie ich es mag und wie ich es wirklich klassischerweise verehre, 1989. GoldenEye ist ein guter Film, Die Welt ist nicht genug, finde ich auch übrigens einen guten Film. Aber es ist schon so, es ist ja kein Zufall, dass, glaube ich, mit dem Tod von Albert A. Broccoli hier sozusagen ein Schnitt in der Serie kam und seine Tochter das ganze Regiment übernommen hat. Und die Frau, weiß ich nicht, also die hat irgendwie kein Händchen dafür. Also ich weiß auch nicht, was ihr Vater davon halten würde, wenn der den jüngsten Film jetzt gesehen hätte, wie der den finden würde. Ich glaube, der würde sagen, um Gottes Willen, was habt ihr denn da gemacht? Also das ist leider das sehr schade, weil da hat die Serie eine neue Richtung eingeschlagen. Es gibt ja den berühmten Satz von M zu James Bond. Sie sind ein sexistischer Dinosaurier, ein Relikt des Kalten Krieges. Aber Pierce Brosnan war es zumindest ja noch egal. Der hat dann gesagt, mir scheißegal. Wir haben es jetzt hinter uns, hat seinen Whisky getrunken und ging raus. So. Aber bei Daniel Craig ist es ja jetzt ja so, dass er sich tatsächlich dieses woken Zeitgeistes unterwirft, von Film zu Film immer mehr. Und ja auch der Schauspieler Daniel Craig das ja offenbar so befördert hat. Also
das, was wir jetzt in dem letzten Film gesehen haben, scheint ja ganz im Wesentlichen eine Forderung von ihm gewesen zu sein. Sonst hätte er den fünften Film nicht gemacht. Der hat die Broccoli unter Druck gesetzt. Und sie scheint so irgendwie Fanat in ihm zu sein, dass sie das sich darauf eingelassen hat. Sonst hätte er eben nur 4 Filme gemacht. Ja, und jetzt haben wir den Salat mit dem letzten Film. Ja, wir besprechen jetzt seit 5 Filmen die Familiengeschichte von 007. Ja, ja, das ist vielleicht in ein oder zwei Filmen mal ganz interessant. Jetzt ist es der 5. Film und das 5. Mal werden die Familienprobleme aufgedeckt oder was überhaupt nicht passt zu Bond. Ne, ich mein, was einen ja auch gar nicht interessiert. Ganz ehrlich, das hat mich nie interessiert. Ein Teil des Charmes und des Mysteriums dieser Figur ist es ja, dass du ja außer jetzt mal Majesty außen vor und die paar Verweise dann in 2, 3 anderen Filmen da drauf, ja nichts von ihm privat weißt, was völlig okay ist, weil ich hab's auch nie vermisst. Ich gehe halt immer davon aus, wenn er privat ist, dann ist er so wie in Dr. No ganz am Anfang. Er lungert halt im Casino rum und verjubelt irgendwie sein Gehalt. Ja, auch im Geheimnis ihrer Majestät. Auch im Geheimdienst ihrer Majestät hat es mich nie gestört, dass er jetzt Tracy kennenlernt und er möchte sie heiraten, er möchte seinen Beruf an den Nagel hängen und heiratet sie dann auch und am Schluss und so. Das war alles noch, man war nachher richtig traurig, wenn sie dann am Schluss erschossen wird in seinem Wagen. Aber das war alles noch, das war alles im Rahmen. Im Diamantenfieber hatte er dann, war dann kurz am Anfang die Rache auf Blofeld, weil er seine Frau, weil er für den Tod seiner Frau verantwortlich war. Ja, und dann hat er ihn erledigt und dann ist es auch gut, das Thema. Dann hat er einen neuen Auftrag und wir haben einen Bond, so wie wir ihn kennen, der dann in verschiedene Länder reist und seinen Auftrag erfüllt. Und nicht in jedem Film wieder, ach so, ja, und dann seine Kindheit und dann sein Haus und wie schlimm der Unfall seiner Eltern war. Und dann Blofeld könnte ja sein Bruder sein. Wer will denn das sehen? Also ich bin riesen Bond-Fan. Und mich würde es in einem Film vielleicht mal ganz, ich fände es in einem oder auch meinetwegen auch in 2 Filmen mal ganz interessant, mal so ein bisschen in der Familiengeschichte rumzukramen. Aber Kinder doch nicht in 5. Das hat man noch jetzt über. Also mir geht das jedenfalls so. Jetzt schon wieder das Thema und wieder seine Frau und wieder Vespa und wie traurig er denn ist. Ein depressiver Bond hier, der die ganze Zeit, ich vermisse dich und traurig ist und so. Könnten wir da bitte drüber reden? Also ich wollte noch ganz kurz sagen, im Geheimnis ihrer Majestät ist ja auch noch ein Ian Fleming-Roman, um das auch nochmal zu sagen. Ja. Das ist ja im Sinne von Ian Fleming gewesen, dass der Film so ist. Da reden wir ja noch von was ganz anderem, ne? Von der Original-Roman-Verfilmung. Ja. Gut, jetzt muss man sagen, dass die Romane ja auch immer nur als lose Inspiration gedient haben und teilweise ja nur als Stichwortgeber. Das stimmt natürlich. Aber wir sind in so einer schönen Diskussion. Ich will trotzdem versuchen, sie so ein bisschen zu lenken. Und jetzt fiel gerade das Stichwort Vespa. Ich fand ehrlich gesagt die Tragik um Vespa gar nicht so schlimm. Ich fand das sogar nachvollziehbar. Und ich habe dann im Grunde genommen diesem Craig Bond auch abgekauft, dass er jetzt halt so der Lone Wolf ist und der Womanizer, weil das halt seine Tracy war. So. Ja? Warum der jetzt so fanat in diese Madeline ist, kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Und habt ihr denn bei diesem tollen Cold Open, aber trotzdem habe ich nicht ganz verstanden, hat jetzt die Madeleine gesagt, geh auf den Friedhof oder waren die jetzt absichtlich da oder war das jetzt Zufall und wieso liegt die überhaupt in Süditalien auch begraben? Ja, ich war etwas irritiert, dass da auf einmal das Grab dann da war, wenn es wenigstens Venedig gewesen wäre. Ja, ich frage mich zunächst einmal auch, wen er nur eigentlich mehr liebt. Ja, genau. Oder Madeleine. Genau. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also diese Beziehung zu der Madeleine, die blieb mir in Spectre auch ein bisschen irgendwie verborgen. Und ich finde die Lea Seydoux auch kein besonders gutes Bond-Girl, muss ich sagen. Deswegen habe ich auch nicht ganz verstanden jetzt. Eva Green fand ich toll in Casino Royale.
wenn man die Geschichte da abgeschlossen hätte, mit ihrem Tod sozusagen, dann wäre das als Einzelfilm wäre das super gewesen, aber danach hätte man dann wieder in den normalen Rhythmus gehen sollen. Richtig. Er kriegt einen Auftrag, er schläft mit den Frauen, am Ende wird spektakulär der Bösewicht umgebracht. So und dann, ne? Aber so ging es dann ja immer weiter. Man hätte ja auch in Quantum Trost noch mal kurz erwähnen können. Da wird es ja auch noch mal kurz erwähnt mit ihrem, mit ihrer Kette da, die sie hat und so. Das ist ja noch alles vollkommen in Ordnung. Aber dann wäre auch gut gewesen. Ne? Ich habe nicht ganz gerafft. Ich habe ihn auch auf Englisch gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auf Englisch gesehen habt. Ich habe es nicht ganz gecheckt. Vielleicht wird es im Deutschen klarer. Warum er sie jetzt verdächtigt. Ich habe irgendwo gelesen, sie sagt ihm, er soll zu dem Grab gehen. Kann das sein? Genau, er sagt, er stellt sie ja zur Rede und sagt, woher wissen die, dass ich hier bin? Das kommt ja, aber das wirst du doch erst nach der Explosion. Ja, ja, klar, natürlich. Okay, ich dachte, sie sagt ihm irgendwie, geht zu dem Grab oder sowas. Nee, okay, erst. Ja, doch. Es gibt ja diese Tradition in Matera, dass man also seine Traumata auf einen Zettel schreiben soll und man verbrennt den Zettel. Und sie verbrennt ja den Zettel, wo sie raufgeschrieben hat, der Mann mit der Maske. Das haben wir ja ganz am Anfang gesehen. Und er verbrennt den Zettel, da steht, glaube ich, Vespa drauf, ne, wenn ich es richtig in erinnere oder sowas in der Art. Ja. Und er sagt zu ihr, erzähl mir bitte, was damals passiert ist. Da ist er mit ihr da im Bett am Kuscheln. Und dann sagt sie zu ihm, es erzähle ich dir dann, wenn du mir erzählst, was mit Vespa war. So, und dann heißt es irgendwie, nach dem Motto, jetzt, wir müssen beide unsere Vergangenheit loswerden. Und dann, ja, genau, dann ist irgendwie, meint sie, so nach dem Motto, am besten ist es, wenn du zu dem Grab gehst und dich Vespa stellst oder von ihr verabschiedest oder irgend sowas in der Art, steckt sie ihm dann vor. Mhm. Genau. Ja, und dann steht dann sagt eben, I miss you, was für mich sogar durchaus funktioniert hat. Also das kaufe ich ihm sogar noch ab. Ja, ja. Mhm. Und dann macht's Boom. Und ja. Da ist das Gehör von Mr. Bond zum ersten Mal schwer beeinträchtigt worden, nicht zum letzten Mal in diesem Film. Zweimal eingebaut, genau. Ja, ja auch sowas, ne? So einen Effekt zweimal in so einem Film zu bringen. Ah. Wobei die Explosion des Grabsteins natürlich eine fette Überraschung war. Also ich absolut, habe ich didn't see that coming. Ja. Hat sich jeder, glaube ich, im Kino erschreckt dann. Ne? Ja, genau. Er findet die Visitenkarte von Spectre und in dem Moment fliegt auch schon das Grab in die Luft dann. Ne? Ja. Ja. Genau. Wo ich noch dachte, wow, der muss ja einen starken Gehörgang haben, dass er nichts davon getragen hat. Ne? Also jeder andere hätte nur noch 20% Hörfähigkeit wahrscheinlich, aber gut, ne, das ist eben Bond. Ne? Ja, und dann geht's los mit dem, ich habe es hier mal mit meinen Notizen Aston Martin Porn genannt. Nach dem Enterprise Porn ja so das zweite, auf was ich total stehe. Also du kannst mich stundenlang mit Flybys der Enterprise kriegen und du kannst mich auch stundenlang damit kriegen, wenn ich mir Aston Martins auf einer Leinwand anschaue. Und den DB5, ganz ehrlich, haben wir so noch nie, also in dieser Ausführlichkeit mit den Gadgets und allem drum und dran, das war schon eine richtige Freude, dazu zu gucken. Mein Gott, hat das Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Er hat so ein paar neue, naja, er hat diese kleinen Minen auf einmal neu, das hat er vorher nicht gehabt. Diese kleinen Minenkugeln, die dann da aus dem Wagen fallen. Aber da ist ja auch schon wieder was interessant, was letztendlich widersprüchlich ist. In Spectre ist er ja vorübergehend auch sozusagen kaltgestellt und er kriegt von Q den Wagen nicht. Weil Q nämlich sagt, das ist für eine andere Doppel-Null-Agenten, du bist momentan nicht im Dienst. So, wieso hat er jetzt im Ruhestand so ein geiles Auto? Da durfte er das mitnehmen. Er hat ja alle Wagen behalten dürfen. Ja, ja wenn gut, ich an der Stelle kurz mal ein, also wir sehen in dem Film folgende, also es ist ja eigentlich ein riesengroßer Aston Martin Werbefilm. Wir haben den Aston Martin V8 Vantage Volante aus Living Daylights. Wir haben seinen DB5. Wir haben am Ende das DBS Coupé von George Lazenby. 007, also die neue, fährt den aktuellen DBS und im Hintergrund sehen wir noch den ersten Martin Valkyrie. Also, ja, da hat jemand gut Geld gelassen. Das mit dem DB5 hat mich jetzt gar nicht so gestört, weil man sieht ja, die letzte Szene in Spectre ist ja, wie er in London dann zusammen mit Leia dann damit wegfährt. Also er hat den Wagen ja. Da hat es mich jetzt gar nicht so überrascht, dass er den DB5 nach wie vor hat.
Aber wie gesagt, er ist aufgemotzt worden auf jeden Fall. Kugelsicher war er ja immer. Das sagte ja schon Desmond Llewellyn zu ihm in Goldfinger. Und die Frontscheinwerfer sind etwas aufgepeppt worden sozusagen. Es gibt etwas kräftigere Maschinengewehre. Genau, drin. Ja, richtig, ganz genau. Ja, schön war auch dieses Detail, dass die Patronen dann außen aus der Lufthutze rechts und links rausfliegen. Mhm. Das war wirklich, wirklich nice. Ja, und dann kam schon so der erste Punkt, wo er, ja keine Ahnung, so eine Art Nervous Breakdown hat. Denn dann geht er erstmal in sich, à la Qui-Gon, und macht erstmal nichts mehr. Das war irgendwie eine starke Szene, aber es war so unbondig. Da ging es zum ersten Mal los. Oder? Wie ging es euch da? Als da der Wagen beschossen wird und James erstmal gar nichts mehr macht. Ich verstehe auch nicht, warum 5 Jahre vergehen mussten. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Es hätte doch direkt nahtlos einen Monat später sein können, dass er sich zur Ruhe gesetzt hat. Sie hat sich ja auch überhaupt nicht verändert in den 5 Jahren. Er auch nicht. Mm. Überhaupt frage ich mich, wie alt eigentlich Rami Malek war, als er die kleine Madeleine mit der Maske auf dem Eis bedroht hat. Ja, ja, weil so alt ist er ja auch noch nicht. Und das muss ja mindestens 20 Jahre her sein, dass sie ein kleines Mädchen war. Hat Tamagotchi gespielt, ja. Oder keine Ahnung. Ich glaube, die fünf Jahre sollen uns suggerieren, die sind jetzt halt so. Ja, auch nach 5 Jahren und Bond hat immer noch die gleiche. Aber wie so oft in diesem Film, show, don't tell. Und hier ist halt sehr viel tell und wenig show. Ja. Was er hat noch dieselbe? Was meinst du, er hat noch dieselbe? Naja, es sind halt 5 Jahre im Grunde genommen nach Spectre vorbei, ne? Oder? Nein. Nach dem Credits kommt das 5 Jahre später. Nachdem er sich ach so, ja, okay, sorry. Nachdem er sich am Bahnhof getrennt hat. Genau, richtig, dann vergehen 5 Jahre. Ja, und das macht für mich keinen Sinn. Warum vergehen da 5 Jahre? Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, okay, stimmt, genau, richtig. Ja, genau, stimmt, hast vollkommen recht. Naja, weil die Kleinen natürlich aufwachsen. Ja, ich hatte noch getwittert. Ach so, ja, und die Tochter. Das macht schon Sinn. Ja, die Kleine muss sehr groß werden. Ja, da hast du sonst wäre sie ja noch ein Säugling, wenn es nach einem Monat wäre. Oder noch gar nicht geboren. Ja, und ich hatte im Vorbeigehen, aber das war so schnell, aber im Nachhinein fasst sich ja die Madeleine, also im Nachhinein war es mir dann klar, sie fasst sich ja auf den Bauch, als der Zug wegfährt. Ja, ich hatte noch getwittert 2 Tage vorher, wenn sich Lucifer Seffin als Blofelds oder Bonds Sohn Neffe entpuppt, verlasse ich schreiend die Pressevorführung. Ja. Ich hatte damit irgendwie gerechnet, dass das jetzt irgendwie noch der Sohn vom Blofeld ist oder sonst irgendwas. Aber dass James Bond jetzt Vater ist, naja, lass uns da gleich nochmal drauf extra eingehen, wenn wir über das Ende sprechen. Dann schickt er sie weg, dann kommt der Bond. Eure Meinung zum Billie Eilish-Song? Ja, furchtbar. Finde ich ganz schlimm. Gefällt mir überhaupt nicht. Also der letzte Yamaha-Song von Sam Smith hat mir auch schon nicht gefallen. Der Wolfgang M. Schmidt hat das sehr schön formuliert. Sie haucht ASMR-mikromäßig ihren Song bei den Credits da rein. Und genau so ist es auch. Das ist für mich kein Bond-Song. Das ist für mich einfach nur so eine. Also Adele war toll damals da bei Skyfall. Das war ein toller Song mal wieder. Aber die Geschichte der Bond-Songs ist auch eine sehr wechselhafte. Vor allem auch schon beginnend mit Pierce Brosnan. Also Madonna war schon scheiße. Garbage war nicht so toll. Ja. Also da gab es auch schon... Turner war großartig aber dafür. Ja, natürlich. Das wundert mich ja immer, dass man dann nicht eben sagt, komm Tina, hier ist mal ein Vertrag über 3 Bond-Songs. Komm Adele, hier ist mal ein Vertrag über 3 Bond-Songs. Ich meine es ganz ehrlich, bei den Budgets, die da über den Tisch gehen, kann das jetzt auch kein Faktor mehr sein. Ich meine, die singen nicht für laut, das ist mir schon klar. Nee, natürlich aber bei den ganzen, ganz ehrlich, dann knöpfst du halt das nächste Mal Land Rover 0 mehr am Budget ab, das werden die schon auch haben. Ja. Hat bei Shirley Bassey auch dreimal geklappt. Also ja, von daher... Ja. Eben, genau. Und dann, und weil ich habe genau, mir geht es exakt wie bei euch, dachte, okay, das sind ja auch die Songs, die am Ende im Radio noch laufen. Ich war erstaunt, wie wenig No Time to Die jetzt im Vorfeld im Radio lief. Der wurde letztes Jahr durchgenudelt. Was den Song angeht, hat es mich jetzt überhaupt nicht gestört, weil es ist ja die ganze Zeit ein trauriger Film im Grunde genommen. Da passt auch diese Musik im Grunde genommen. Also, das klingt so ein bisschen, ja, es ist so ein melancholischer, trauriger Song irgendwie, aber es passt zum Film. Ne? Also mir war die Nummer auf jeden Fall lieber als die von Quantum of Solace, wo ich
die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Als ich den das war diese hörte. Jack White-Nummer, ne? Das war diese Rap. Ja, ja, genau. Die ging gar nicht. Die ging gar nicht. Writings on the Wall war auch ganz schlimm. Also, dafür war ich. Also, daher war ich jetzt gar nicht so. Also, von daher fand ich den Song. Ich fand ihn jetzt auch nicht so schlimm. Ich fand das Design der Titelsequenz ganz interessant, die ja erstmal dann losging mit Dr. No Inspirations. Genau. Dann so ein bisschen überging in Majesty. Ja, auch da ganz eindeutig. Keine Ahnung, was da sonst noch drin gewesen sein wird. Ich müsste es nochmal in Ruhe mir nochmal gucken. Aber das waren so die zwei, die mir so ins Auge gesprungen sind. Und wo wir gerade von Dr. No sprechen, ich erinnere mich dran, beziehungsweise habt ihr euch in dem Kino auch gewundert, warum der Lucifer plötzlich wieder aufsteht? Ich meine, die Madeleine hat ihn noch voll erwischt. Und es wird überhaupt nicht erklärt, ob der irgendwie eine kugelsichere Weste hat. Normalerweise zeigt man das ja. Da waren ja auch keine Löcher in der Jacke und nichts. Ja, er hatte irgendwie eins hier. Und da habe ich mich dran erinnert, es gibt bei Dr. No im Roman wird erwähnt, dass Dr. No das Herz auf der falschen Seite hat. Und deswegen ein oder zwei Mordanschlägen des MI6 entgangen ist, weil man auf die falsche Seite des Herzens gezielt, also beziehungsweise der Brust gezielt hat, hat das Herz rechts sitzen und nicht links. Da dachte ich mir, vielleicht hatten sie das bei ihm ja irgendwie auch drin und es ist dann im Schneideraum zum Opfer gefallen, wie überhaupt dieser ganze Bösewicht irgendwie sehr seltsam war. Und ich finde, wir sollten mal über ihn reden. Also am Anfang erschießt er also Mr. Whites Frau, beziehungsweise Madelines Mutter. Warum, wissen wir nicht. Dann gehen 35. Ja, um sich zu rächen. Um sich zu rächen. Ja, ja, okay, gut, aber wir wissen nicht, warum er sich rächt. Ne? Also das meine ich. Doch, halt damit, das wissen wir, weil die Spectre seine Familie umgebracht hat. Umgebracht hat, genau. Wissen wir das gleich am Anfang? Ja, ja? Das wird aufgeklärt. Okay, alles klar. Naja. Und ich ging davon aus, dass er einfach eine kugelsichere Weste hat, weil er steht ja normal wieder auf und geht dann auch übers Eis und befreit dann die Kleine aus dem Eis. Ja. Die fand ich übrigens sehr, sehr gut gewählt, die Kleine. Mhm. Man sieht nämlich sofort, dass das Lea Seydoux in klein sein soll. Also da hat man eine sehr gute Wahl getroffen. Wir müssen aber was Positives sagen. Bitte. Ja, ja. Da hat man eine sehr, sehr gute Wahl getroffen, was das Kind jetzt am Anfang angeht. Man weiß sofort, dass das Madeleine Stone sein soll. Ne? Also ja. Swan, Nick Stone. Ja. Ja. Davon bin ich einfach ausgegangen, dass er eine kugelsichere Weste hatte. Ne? Und, ja, aber man zeigt sowas halt, weißt du? Also das ist ja kein Ding, eine kurze Sequenz, wo er sich das wegreißt und dann eben das hat. Bei all der Wokeness, die Holger vorhin angesprochen hat, die ich in dem Film gar nicht so sehe, aber ich bin auch Star Trek Discovery geschädigt, also von daher, da bin ich weitaus Schlimmeres gewohnt, das hat mich in dem Film ehrlich gesagt gar nicht gestört. Habe ich aber letztens einen Artikel gelesen, da ging es unter anderem auch um Bond-Bösewichte, aber um Film-Bösewichte im Allgemeinen, nämlich, dass ich, und das kann ich durchaus nachvollziehen, dass sich diverse Verbände von Menschen mit körperlichen Behinderungen und Verstümmelungen dagegen ein bisschen mal aufgeklärt haben, dass es eigentlich wirklich nicht so förderlich ist, dass Bösewichte immer so dargestellt werden, wie sie halt dargestellt werden. Vernarbt, mit einem Auge. Ich meine, hier kannst du ja die Liste in dem Film ja alleine kannst du ja durchdeklinieren, weil das halt eben solche körperlichen Deformationen dann auch gleichzeitig immer mit was Bösem in Verbindung bringt und es den Leuten, die sowas wirklich haben, halt nicht einfacher macht, draußen rumzulaufen. Fand ich mal einen ganz interessanten Aspekt. Und unter den Umständen habe ich natürlich den Seffin dann auch mit anderen Augen gesehen, vor allem, weil diese Vernarbtheit jetzt halt auch keine große Rolle mehr gespielt hat. Also, okay. Und habt ihr denn gecheckt, wenn der dann zum ersten Mal bei der Madeleine in der Therapiesitzung sitzt, da hatte ich das Gefühl, die kennt den gar nicht. Also zumindest kam nicht irgendwie rüber, dass jetzt die den kennt.
sondern dass die hätten jetzt auch einfach völlig Fremde da sein können. Nö, so, das wird er ja erst klar, als er ihr die Kiste gibt mit der Maske. Und er die ja, Kiste eben. Und wie kann sie ihn denn nicht erkennen mit diesen Deformierungen im Gesicht? Das habe ich mich halt gefragt. Ja, weil er ja eine Maske getragen hat. Ja, aber, Maske, die ist doch kaputt, also aber die ist doch kaputt da und das hat sie doch gesehen. Aber also nur der untere Teil war kaputt. Ja, nee, und es ist ja natürlich auch, sie war ein kleines Kind. Also das könnte man verstehen einfach, dass ihr habt euch ja schon an diesen Podcast nach 5 Jahren nicht mehr erinnert. Ja, okay, alles klar. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, Stichwort Wokeness und so weiter, ja. Es gibt in der gesamten Craig-Film-Ära, ich habe mal drüber nachgedacht, vielleicht irre ich mich auch, es gibt keinen einzigen negativen weiblichen Charakter. Oder fällt euch da irgendjemand ein? Du meinst eine böse Frau, meinst du? Ja. Bei Boston gab es ja noch Famke Janssen und Sophie Marceau war ja auch letztendlich denn böse. Naja, höchstens in Casino Royale die eine, die ihn vergiften will, aber das macht sie ja im Auftrag ihres Freundes halt. Das ist ja nur eine kleine Rolle. Ja. Aber wirklich böse ist sie ja nun, ja, sie handelt halt als Auftrag. Kippt sie ihm das Gift da in den Martini. Aber wirklich böse, ja, nee, stimmt, hast recht. Ja, und das ist denn für mich inkonsequent, also zu sagen, ja, Emanzipation und Woke und alles, aber bitte nur auf der guten Seite. Die Bösen sollen bitte alles weiße, alte Männer sein, die irgendwelche Narben im Gesicht haben. Es gibt eine Spectre-Frau, die hier auch wieder vorkommt, die spricht nämlich Deutsch, deswegen ist die mir, als ich Spectre letztens nochmal geguckt habe, aufgefallen. Mit der lasse ich mich in 3 Wochen fotografieren, die konnten mich zu einem Bond-Event in Bad Dürkheim an dem Ah, ja. Okay. Die kennen wir, die haben wir schon kennengelernt. Ist das eine Deutsche? Weil sie hatte, Okay, weil sie hatte so einen komischen Akzent in 2 Sätzen, um dann im nächsten Satz wieder keinen zu haben. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher, ob das eine Deutsche ist. Okay, ja. Mhm. Dann wünsche ich euch da schon mal viel Spaß. Also von daher ist die zumindest so ein bisschen böse. Die hat aber unmittelbar mit Bond nichts zu tun. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ne? Ja, schon sie klar. Kommt jetzt nicht in, die versucht ihn jetzt nicht umzubringen in dem Sinne halt. Ne? Also, allerdings sind die Typen hier in diesem Film jetzt auch nicht durch die Bank weg vertrottelt, was ja dann gerne das andere Extrem ist. Ja, also wie gesagt, ich bin ja da Star Trek Discovery geschädigt und da ist es ja dann im Grunde genommen so, dass dann teilweise die Kerle halt auch selten dämlich sind. Ne? Das kommt dann manchmal auch noch. Ist das so? Okay. Also, einer wird mitten im Mansplaining dann auch noch gekillt. Also, und ja, also von daher, wie gesagt, hört euch da unsere Track-Nerds an über Discovery. Könnt ihr mich mal eine Stunde ranten hören. Ja, dann bleiben wir doch ein bisschen bei dem Thema 007, The New Girl in Town und irgendwie komisch unerfahren. Da hätte ich mir ehrlich gesagt jemand gewünscht, der ein bisschen mehr auf dem Kasten hat. Die ist für mich aber tatsächlich ein Highlight des Films, die Anna de Armas. Die finde ich wunderbar. Ja. Also es wird ja immer, wurde ja spekuliert, ob man mit der Nomi, ob man mit der so ein Spin-Off macht, so eine Art extra 007. Jetzt stopp, Moment, jetzt sind wir bei 007. Anna de Armas ist für mich auch ein Highlight. Ne? Ich bin aber jetzt erstmal bei Madame 007. Bei so, Naomi Harris. Nee, nicht bei Naomi Harris, bei Nomi. Was, wie heißt die? Bei Nomi, genau. Nomi ist der Charakter. So, ich habe jetzt die weibliche 07 gemeint. Nein, alles gut. Du meinst Anna, dachte ich jetzt. Ja. Agent, also pass auf. Ja. Also, okay. Bleiben wir erstmal bei Lashana Lynch. Die kennt ihr aus Captain Marvel. Da spielt sie nämlich die Monica Rambeau, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall die Mutter von Monica Rambeau, Maria Photon Rambeau, genau. Kennt man also aus der ganzen Geschichte. Ja, und jetzt ist sie hier also 007, die Ersatzfrau, die dann da reinkommt. Und die fand ich jetzt halt ein bisschen sehr Newbie-mäßig. Gerade im Vergleich eben zu Paloma, die da wesentlich, also die hätte ich mir als 007 gewünscht. Und ja, ganz ehrlich, genau. Ich fand dann auch den Auftritt völlig, also das, was Paloma macht, hätte auch 007 machen können, beziehungsweise halt umgekehrt. Also diese 2 Frauencharakter waren halt völlig unnötig. Also das hätte auch einer sein können. Paloma kämpft wie ein Tiger. Also ich meine, sie schießt und tritt und gleichzeitig die Feinde weg und so. Und während die neue 007 im Grunde nur am Schießen ist. Also dachte ich auch, hätte zu Anna besser gepasst, die neue 007. Dachte ich auch. Naja, also eine richtige Action-Szene hat sie ja gar nicht im ganzen Film. Das hat man ja gar nicht gegönnt. Nee, eben, genau. Eben. Wenn es denn wenigstens so wie Jinx, Halle Berry wäre. So genau. Dann hätte ich gesagt, okay. Aber das
Also sie ist ja nur am Schießen. Das ist eigentlich alles, ne? Sie ist nur am Ballern. Ja. Vor allen Dingen am Schluss. Ne? Also, es hat sich jetzt nicht empfohlen, dass man von ihr mehr sehen möchte. Nö, also absolut nicht. Genau. Wohingegen eben Paloma jedem in Erinnerung geblieben wird, der diesen Film gesehen hat. Ja, richtig, weil sie genau. Absolutes Highlight war, und die hätte ich mir ehrlich gesagt als 007 gewünscht, oder zumindest hätte man halt die Rolle von 007 irgendwie, das wäre auch mal so ein bisschen so ein Kontrapunkt zu diesem traurigen Hansel da gewesen, der den Rest des Films da durch die Gegend stapft. Und ist euch und in dem früher, Film. Und ein früherer 007 hätte auch noch mal eine Affäre mit ihr gehabt. Ne? Aber ja, gut. Dafür blieb jetzt nicht so viel Zeit, weil sie ja auch sofort wieder raus war aus dem Film, was ich auch nicht ganz verstanden habe. Nö, aber, von der hätte ich mehr gesehen. Gerne mehr gesehen. Das stimmt. Definitiv. Ja. Aber sag mal, ist euch auch aufgefallen, dass. Und ich meine, in Bond-Filmen wird immer viel getrunken. Aber ich fand, in diesem Film wird so unglaublich viel gesoffen. Und nur die Guten trinken, die Bösen trinken nix. ist euch das auch aufgefallen? In jeder Szene wird getrunken. In jeder Szene weiß ich jetzt nicht. Bei Bond soll es wohl so viel heißen, wie er ist so fertig, dass er also wirklich zum schweren Alkoholiker geworden ist. Das ist, glaube ich, das, was man damit auch sagen will. Es hat neulich ein Ranking gegeben, dass Daniel Craig tatsächlich am meisten noch gesoffen hat von allen Darstellern. Also in allen Filmen. Ne, das ist, der ist wirklich viel am Trinken. Also allein spontan, allein im Quantum Trost trinkt er 5 oder 6 Drinks nur auf dem Flug, nur auf dem einen Flug. Ne, also das ist schon einigen aufgefallen. Also da wurde sogar, wie gesagt, ein Ranking sogar erstellt. Okay, da muss ich mal gucken. Also ich habe jetzt spontan. Er ist der versoffenste Bond tatsächlich. Ja, ich hab spontan im Kopf, die Mutter von Madeleine trinkt am Anfang. Dann Bond trinkt eigentlich bis zum Ende bei Seven eigentlich permanent. Ja? Er trinkt, als er alleine in seinem Strandhaus ist. Er trinkt an der Bar mit Felix. Er trinkt während der Schießerei. Ja? M säuft auch 2-mal. Q trinkt. Moneypenny trinkt zu Hause ein, als er sie abholt. Und sie trinken alle permanent trinken die das. Ist echt schon irgendwann so, Alter, jetzt. Und dann, als er dann später bei Madeleine ist, trinken sie abends schon wieder was. Also, ich habe ja weiß Gott nichts gegen Alkohol, ich trinke ja gerade selber, aber es war echt so much, dass ich mir gedacht habe, okay, ja, wenn jetzt noch einer die Kippen auspackt, dann ist es nur konsequent. Wollte ich gerade sagen, damals wurde sich beschwert, dass er raucht und seit Lizenz zum Töten raucht er ja auch nicht mehr. Also jetzt bis auf mal eine Zigarre in Die Another Day oder so. Ne? Ja. Aber er hat ja konsequent auch, er war ja starker Raucher, Bond. Ja. Seit Lizenz zum Töten raucht er ja überhaupt nicht mehr. Also normale Zigaretten jetzt. Ne? Er hätte ja normalerweise sonst auch, wie man lebt nur 2-mal, dann hat er Zigaretten nicht viel mit. Und er hat ja seine berühmten Zigaretten mit den 3 goldenen Ringen. Das ist ja seine Marke. Und er ist ja zum absoluten Nichtraucher geworden. Das war aber auch ein Grund, warum sich alle beschwert haben, ein Bond braucht nicht zu rauchen, weil das ein schlechtes Vorbild ist und so. Ja, aber wenn ich mir dann sehe, wie viel Alkohol er konsumiert, ja gut, ich find Alkoholiker noch schlimmer, wesentlich schlimmer als ein Zigarettenraucher, ganz ehrlich. Zumindest wenn er am Steuer sitzt, ja. Und er sitzt ja dann auch relativ oft am Steuer. Ja, wir waren ein bisschen abgeschweift. Wir waren also jetzt hier bei seinen Gefährten. Also Paloma, Daumen hoch. 007, ich sag mal, kann man fast gar kein Urteil abgeben. Die hat einfach nicht viel gemacht. Und dann kommt natürlich Felix Leiter, der, ja, ich hätte schon fast gesagt, so ein bisschen das Expendable des Bond-Universums. Aber er ist ja ehrlich gesagt gar nicht gestorben in License to Kill. Das hatte ich falsch in Erinnerung. Er überlebt es ja. Seine Frau stirbt. Seine Frau stirbt. Deswegen hat mich das in dem Film lustigerweise gar nicht so irgendwie aufgeregt wie viele andere, weil ich dachte, naja, Felix Leiter ist halt der im Zweifel auch mal über den Jordan gehen kann. Nee, war das erste Mal. Das war das erste Mal. Und das hat mich auch wahnsinnig gestört. Das war der erste Moment, wo ich dachte, Leute, was soll das jetzt? Felix Leiter gehört zu Bond dazu wie Moneypenny, wie M, wie Q. Warum muss man den jetzt sterben lassen, verfluchte Scheiße? Habe ich wirklich so gedacht im Kino. Dachte, ich war schon das erste Mal schon völlig sauer, wo ich dachte, warum muss sein langjähriger Freund, dem er in Lizenz zum Töten einen ganzen Film widmet, um ihn zu rächen, und seine Frau Della,
Ne, warum muss der jetzt sterben? Und dann auch so unspektakulär, dann wird abgeknallt und er muss sich dann von ihm in dem sinkenden Boot verabschieden und so. Ich dachte, was soll das? Warum muss der sterben? Den hätte man doch auch irgendwie aus dem Schiff noch rausbringen können und überleben können. Warum? Das hat mich wahnsinnig gestört, das erste Mal. Ne? Also, was heißt das erste Mal? Mich stört es immer noch, wie ich die Szene gesehen habe. Ne? Und habe ich nicht nachvollziehen können. Überhaupt nicht. Nach wie vor nicht. Ich fand es halt schade, dass mich diese Szene so kalt gelassen hat. Komischerweise hat sie mich nicht aufgeregt, sie war mir aber auch wurscht. Und das nee, mich hat sie leider überhaupt nicht kalt gelassen. Dabei mag ich eigentlich Jeffrey Wright und ich mochte auch Jeffrey Wright als Felix Leiter. Also ich mochte die Kombi schon von Anfang an. Er hat mir fast sogar viel zu wenig zu tun gehabt. Er hätte durchaus ein bisschen mehr zu tun haben können, aber okay, er hat jetzt auch nicht mehr zu tun als oder weniger zu tun als die anderen Felixe. Ja, ich weiß nicht. Ich bin halt auch überhaupt nicht emotional involviert, auch in das Ende nicht. Von daher. Man weiß halt, Felix Leiter ist der beste Freund von Bond und der gehört irgendwie auch dazu, auch wenn er nicht in allen Bond-Filmen mitmacht. Aber er taucht immer wieder auf und ich freue mich auch immer, wenn er als Felix Leiter dann in den Bond-Filmen auftaucht. Ist auch völlig egal, wer ihn dann spielt. Hauptsache irgendwie gehört Felix Leiter halt dazu halt. Und wie gesagt, und wie stark er befreundet ist mit ihm, er ist Lizenz zum Töten, will er sich rächen für den Tod an der Frau und an den Verletzungen, die man Felix Leiter zufügt. Also daran sieht man ja auch, wie wichtig Bond und Felix Leiters Freundschaft ist. Mhm. Ne? Er kündigt sogar in Lizenz zum Töten, um dann freie Hand zu haben, um ihn dann in Ruhe jagen zu können, den Sanchez. Der ja dafür verantwortlich ist. Ja. Also hat mich wahnsinnig gestört, dass der stirbt, Felix Leiter. Holger, siehst du es auch so? Hat sich auch gestört? Ja, klar, natürlich. Also das sind ja im Grunde Comicfiguren eigentlich. Also James Bond und Felix Leiter und so weiter, die sterben nicht. Das ist einfach Quatsch. Und es gibt keinen Ian Fleming-Roman, wo das vorkommt. Das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Und ich weiß auch nicht, was das soll. Mir erschließt sich der Sinn nicht. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Was mir gerade noch aufgefallen ist, kurz mal zu dem Punkt Wokeness zurück. Q ist jetzt homosexuell, habe ich zumindest so mitgekriegt, ne? Ja, es wird zumindest impliziert, also, ne? Weil er hat ja ein Date, er wartet nicht so gern auf ihn. Ja. Ich meine, er sagt, er kommt in 20 Minuten, das kann aber auch der Vater sein oder ein guter Freund. Ein guter Freund, ein Onkel, was weiß ich sein. Dass dein Lover da jetzt kommt. Ne? Also Ben Whishaw ist ja schwul, der ist auch verheiratet mit einem Mann, das ist allgemein bekannt. Insofern finde ich es nicht schlimm, wenn man das... Nein, das war jetzt auch gar nicht so gemeint, weil die nicht so verstanden haben, ne? Überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil, das war, wo ich so, ach guck mal, kannst du jetzt so oder so sehen. Ich habe es dann im Allgemeinen, so wie halt die Charaktere angelegt sind, habe ich es dann halt auch so gesehen. Vielleicht war dies ja das erste Mal, von dem Bond in Skyfall erzählt. wo er das sagt, woher wollen Sie wissen, dass es mein erstes Mal war? Vielleicht war er mit Q ja schon in der Kiste. Q schon dran, ja, genau. das kann natürlich sein. Stichwort Continuity. Ich hätte ja überhaupt kein Problem, diesen Bond als 6 Filme mit einer Geschichte abzutun und zu sagen, komm. 5 Filme. 5 Filme. Das ist sowas wie, keine Ahnung, Comics, bei denen Batman im 19. Jahrhundert Jack the Ripper jagt. Ja? So, was wäre, wenn Batman im London des 19. Jahrhunderts existiert hätte? So. Und dann hast du so eine nette Batman-Geschichte, Gaslight Gotham oder wie die heißt. Und dann ist die außerhalb jeder Kontinuität ist einfach so ein What-If-Ding. So könnte ich mir unter Umständen diesen Film oder diese Reihe ja auch gut rechtfertigen. Aber dann sehe ich halt an jeder Ecke Querverweise auf die alten Filme. Eben, ja. Wie zum Beispiel, dass die komplette Ahnengalerie der M's da rumhängt. Oder we have all the time in the world halt, ne? Genau. Oder eben das, sodass ich sagen muss, okay, ja, dann ist es halt
doch immer die gleiche Figur. Und wenn es halt dann doch immer die gleiche Figur ist, der ja dann ja, bei allen zeitlichen Unmöglichkeiten, die damit gegeben sind, ja doch schon mal mit Tracy verheiratet war. Dumm, 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 dumm. Warum mache ich es dann? Warum begebe ich mich überhaupt auf dieses dünne Eis, bei dem ich nur einbrechen kann? Das verstehe ich einfach nicht. Warum lasse ich es nicht einfach bleiben? Und lass die Finger davon, hab meinen Superwillen. Dann wird wahrscheinlich jeder sagen, die erfinden sich nicht neu, okay. Aber halt auf Teufel komm raus, jeden Charakter einmal zu brechen, das geht mir halt heutzutage auf den Keks. Und da ist halt jetzt einfach das Bond-Franchise inzwischen halt nur eins von vielen. Das musste in Star Wars sein, das musste in Star Trek sein, das musste jetzt in He-Man sein. Wobei, da hat es mich im Moment noch gar nicht so aufgeregt, aber das ist auch kein Herzensfranchise von mir. Indiana Jones wird der nächste sein, mark my words, ja. Indiana Jones wird auch nicht würdig in Rente geschickt werden, sondern den werden sie auch unwürdig um die Ecke bringen. Und das muss anscheinend heute so sein. Und ich verstehe nicht ganz, warum. Ja. Ihr auch nicht. Nee, ihr auch nicht. Nee. Vielleicht glauben sie, dass sie damit irgendwie Emotionen bei den Zuschauern wecken können, wenn sie das machen. Keine Ahnung. Also, Chat, helft uns mal. Lieber Chat, sagt uns mal, was ihr davon haltet. Aber, und jetzt, wenn wir. Naja, ja, es ist ja auch so ein bisschen die Tendenz in dieser Zeit. Also, woke Menschen haben ja wenig mit Traditionen am Hut, ist mein Eindruck. Und das wird lieber alles beseitigt. Man möchte das alles irgendwie abhaken und beenden. Und das ist doch ein bisschen auch, könnte auch damit zu tun haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht hat man auch wenig Spaß, wenn man die ganze Zeit Angst haben muss, wenn man jetzt schon wieder auf die Füße treten könnte. Ja, genau. Ja. 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 Dann lasst uns doch mal über den Elefanten im Raum reden. Nämlich ganz am Ende und jetzt, also wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, bisher noch dabei war, ab jetzt wird's, also jetzt verraten wir das Ende. Ja. Dum, 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 dum. Ihr habt jetzt noch die Chance abzuschalten. Drei, zwei, wir haben es ja schon angedeutet. Ja, wir haben es ja im Grunde genommen wir schon angedeutet. Gesagt, also, ja, James Bond stirbt. Und zwar meiner Meinung nach den unnötigsten, für mich völlig unemotionalsten Filmtod, den ich seit langem mit ansehen musste. Und ich saß im Kino und habe Stinkefinger auf die Leinwand gereckt und gesagt, sowas macht man nicht. Das tut man nicht. Man macht es nicht. Nee. Und die Pressevorführung war auch nicht not amused, ja. Ich war fassungslos. Also ich, ja. Mir blieb die Spucke weg. Ich dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst, Leute. Ne? Wie er schon so am Bluten ist, als Lucifer ihn angeschossen hat, dachte ich, na, Leute, ihr werdet doch wohl nicht, ne? Wie er dann letztendlich dann in diesem Teich dann auch vergiftet, wo ich dachte, Leute, macht jetzt keinen Scheiß. Da hatte ich schon so meine erste Befürchtung, was haben die denn jetzt vor? Naja, und dann der Schluss. Mir kam das sogar schon beim Tod von Felix Leiter, weil mir da klar wurde, aha, das ist jetzt hier irgendein, das können sie ja nicht auf Dauer machen. Das ist ja, das kann sie ja nur so machen, als wenn sie mit diesem Film ganz konsequent irgendwas beenden wollen und einen Reboot machen wollen später. Und dann, und nach dem Motto, da können wir auch alle ruhig sterben lassen, ist ja egal. Das ist so wie das Ende von Bobby, von Pamelas Traum in Dallas, wo dann auch JRs Büro explodiert und alles. Das ist ja nur ein Traum. Pamela wacht da gleich auf und Bobby ist unter der Dusche. So kam mir das so ein bisschen vor. Also insofern habe ich das schon sehr früh geahnt, dass sowas möglicherweise kommt. Der Regisseur soll ja dem Gerüchten nach drei verschiedene Enden von diesem Film gedreht haben. Und ich hoffe mal, dass sie auf die Blu-ray wenigstens die Größe haben, die anderen beiden Enden als alternative Enden mit drauf zu packen, damit wir uns das mal angucken können, wie es auch hätte sein können. Weil ich habe tatsächlich noch damit gerechnet, als dieses Ende war, irgendein Schluss Bild kommt noch. Also das kann auch von mir aus so sein, dass es offen bleibt, ob er lebt oder ob er tot ist. Aber irgend so eine Andeutung zumindest, dass sie vielleicht, man sieht ja am Schluss dieses, wo das Kind auf dem Beifahrer sitzt und sie fährt mit dem Auto, dass dann vielleicht das Auto an irgendeiner Person vorbeifährt, wo man nur die Hand und einen Fuß sieht oder so. Und man denkt, war das jetzt Bond oder war das doch jemand anders oder so? Also so eine Andeutung wenigstens. Aber nichts. Nichts, gar nichts. Also man wollte uns wirklich sagen, James Bond ist tot.
Ja, wobei das Kino dann durchaus erleichtert aufgeseufzt hat, als die Credits komplett zu Ende waren und am Ende dann doch stand ja. James Bond Will Return. Ja, ja, aber ich habe in dem Moment gedacht, Leute, wen wollt ihr denn jetzt hier verarschen? Ja, gerade eben. 07 ja, ganz gestorben. Genau. Jetzt ja. steht drauf, James Bond kehrt wieder. Ganz genau. Könnt ihr euch mal entscheiden, bitte? Ja. Könnt ihr euch wirklich mal entscheiden, wen wollt ihr denn jetzt hier verarschen eigentlich? Ja, eben. Ne? Ich war stinksauer. Für mich war der ganze Kinoabend im Arsch. Wir hatten Karten zwei Tage später noch für die deutsche Vorstellung. Mhm. Wir hatten ja auch die englische gesehen. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr, in die deutsche Fassung reinzugehen. Und ich als Bond-Fan, ich kann gar nicht fassen, dass ich das sage. Ich hatte keine Lust mehr, in einen James-Bond-Film reinzugehen. Und ich glaube, diejenigen, die mich halbwegs kennen, wissen, was das zu bedeuten hat. Ne? Ich war so geschockt und so enttäuscht, wie man diese Nummer jetzt durchziehen kann, dass ich sagte, okay, ich breche alles ab hier. Ich möchte das nicht nochmal sehen. Nee, ganz ehrlich. Ne? Also, ja, ich vor allem, weil es halt, und das hat mich so auf, mir sind sofort beim Gucken noch drei Lösungen eingefallen, wie man locker aus dieser Nummer hätte rauskommen können. Natürlich, ja? Klar. Also ich hätte es ja sogar ganz cool, oder ich hätte es so gespielt, okay, wir sind in Majesty, wir machen so ein Remake von Majesty, so ein bisschen. Ja? Und dann ist es ja auch völlig legitim, die Nummer mal andersrum zu spielen. Also nicht Tracy stirbt, sondern Bond stirbt. Nur, er hätte ja auch seinen Tod fingieren können. Ja. Und dann muss er halt damit leben, dass er die Liebe seines Lebens, also seine Tracy halt, dass sie für ihn gestorben ist, in Anführungszeichen, weil er sie durch seine Vergiftung, was halt auch völlig Panne ist, als ob man da nicht irgendwie, ne, ich meine, am Ende sind es der ganze Plot ist das. Da muss ich, das müssen wir kurz erklären für die Zuschauer, glaube ich. Also ich fand die Idee mit dieser DNA-Waffe, fand ich eigentlich super. Die hat mir gut gefallen. Mhm. Und er ist halt von Zephin am Ende quasi kurz berührt worden. Worden, weil der hat so ein kleines Fläschchen dabei gehabt, da sind quasi die, das ist sozusagen man kann sagen, die DNA von Madeleine ist das im Grunde genommen. Genau. Genau. Also das heißt, wenn er ihr jemals wieder zu nahe käme, würde er sie damit töten, so wie er Blofeld ja richtig, genau. ungewollt umgebracht hat vorher. Ja. Was auch übrigens ein total belangloser Tod war. Ja. Das ist der Oberbösewicht schlechthin. Ja. Der hier auch aufgebaut wurde, so wie Spectre ja auch aufgebaut wurde als Organisation. Überall haben wir unsere Leute, wir sind auf der ganzen Welt vernetzt. Und dann kommt der Zephin mit seinen paar Leuten und bringt diese ganze Organisation übrigens zu Fall. Das fand ich auch schon mal sehr interessant. Ja. Und Blofeld stirbt auch einen unspektakulären Tod. Ja. Also, sogar offscreen, wenn du genau willst, weil der Tod ist eigentlich gar nicht zu sehen. Ja. Genau. Er wird von Bond berührt und fällt tot um. Ich meine, Leute, wie unspektakulär ist das denn? Ja. Ne? Das ist ja nur jemand antippen und er fällt tot um. Also gehen wir nochmal ein bisschen zurück, lass uns bei diesem, wir springen ein bisschen, lieber Chat. Ja, liebe Hörer, aber es ist einfach, das brodelt in uns. Ihr merkt das, es brodelt in uns. Und alles muss irgendwie raus. Und was für ein tolles Drama hätte man initiieren können, wie Schweigen der Lämmer, ja? So, du hast Blofeld im Knast und der ist plötzlich für, keine Ahnung, Terroranschläge und weiß der Teufel was verantwortlich und die ganze Agentenwelt fragt sich, wie macht er das? Ja? Wie macht er das? Der sitzt doch da in dem Arkham Asylum und der kann doch da nicht raus und wir haben doch schon alles abgestellt und so weiter. Dass du da so ein Mystery-Ding rausmachst irgendwie, ja. Aber stattdessen, ich meine, es war natürlich schon geil auf seinem Geburtstag, wie dann da sein Auge diese Kamera hat, wie die dann so rumgereicht wird, ja. Das war schon so richtig trashy, wie Bond in seinen schlimmsten Zeiten im Grunde genommen so ein bisschen war. Ich war vorhin da stehen geblieben, dass man 1000 Sachen hätte machen können. Also praktisch, dass du im Grunde genommen sagst, okay, das ist jetzt der Fluch von 007. Blofelds Fluch aus dem Grab. Ich hätte Zephin überhaupt nicht eingeführt. Ich hätte gar keinen Zephin reingebracht in den Film. Ich hätte nur Blofeld drin gelassen. Und der Blofeld, der stirbt vielleicht, aber der Fluch von ihm ist, dass er seine Liebe seines Lebens nicht mehr berühren kann und nie wieder sehen kann. Und dann sagt halt eben Bond, okay, bevor ich jetzt diese Qualen habe, dann tue ich so, als bin ich tot. Das macht es für die Madeleine auch leichter abzuschließen. Irgendwie so ein Kram. Zum Beispiel. Ja, so hätte ich es gespielt. Dann
die gab es ja auch gar keine tickende Zeitbombe, die irgendwie das Ganze eilig gemacht hätte. So Raketen eben. Kann man in der Luft noch sprengen, ja. Und außerdem hätte man ja diese drei Schiffe, die da ankommen, die hätte man ja in die Luft jagen können. Was auch immer das für drei Schiffe waren. Also, ja. Also es gab überhaupt keine Eile, da diese tickende Zeitbombe reinzubringen, an der jetzt Bond dann da sterben muss. Er muss ja auch keine Klappe offen halten, damit die Welt gerettet wird, sondern die bleiben ja offen. Es machte einfach von vorne bis hinten keinen Sinn. Im Grunde war es ja fast Selbstmord, den er da richtig. Wollte. Er wollte sich umbringen, so muss man es ja sehen. Und ich meine, klar, natürlich ist es tragisch, wenn er sie nie wieder sehen kann, aber er hätte ja zumindest noch schauen können, vielleicht lässt sich noch irgendwas machen hinterher. Medizinisch, eben. Du hast doch Q in deinem Ding. Ja, eben. Er steht da ja am Strand, er hätte auch nur ins Wasser springen brauchen und wäre gerettet gewesen und wäre von den Flammen, von den Bomben dann gar nicht getroffen worden. Ne? Bleibt da stehen wie Peak 7 und wartet dann, bis die Bomben einschlagen. Also jedes andere Finale hätte mehr Sinn ergeben als dieses schwachsinnige dieser schwachsinnige Schluss, dass Bond stirbt. Also alles andere wäre plausibler gewesen. Ne? Außer dieser bekloppte Schluss. Mal ganz ehrlich. Ne? Mit jedem anderen Finale wäre ich besser klargekommen. Ja, und dann sehen wir dann am Ende Matt Lane im Aston Martin aus Majesty mit seiner Tochter rumfahren und dazu kommt We Have All the Time in the World. Und da hat es mich dann völlig gekillt, wo ich mir so dachte, ey, so diesen Song hast du überhaupt nicht verdient. Ja? Nee, das ist nicht dein Song. Ja? Das ist Tracys Song, ja. So sieht es nämlich aus. Mhm. Ja? Ja. Den hast du gar nicht verdient. Und ja, und dann, dass er dann ein Kind hat. Unnötig. Das ist hier wieder Familien. Weißt du, er vögelt 50 Jahre lang, verhütet eben. Er wunderbar, ja. Und dann auf einmal. Naja, und dann kocht er für sie und ist ganz gerührt, wenn sie dann sagt, ja, ist nicht schlecht, das Essen und so, ne? Ja, Mann, Leute, was hat denn das bitte noch mit Bond zu tun? Mal ganz im Ernst. Es wird aber dann auch ja nie ausgesprochen, mal ausgesprochen, dass es seine Tochter ist? Nein, es wird nur impliziert, aber es wird nie ausgesprochen, oder? Ja, dann am Schluss ist es schon klar. Es ist schon klar, aber es wird halt nie gesagt. Und ja, sie sagt am Anfang noch zu ihm, es ist nicht deins. Genau, sie sagt ja auch noch zu ihm, es ist ja nicht deins. Ne? Das sagt er das sagt sie ja zu ihm noch. So, und dann wird die dann vom Seffin entführt. Das war auch so komplett albern. Dann beißt sie ihm in die Hand und er sagt dann, ja, willst du meine Hilfe nicht? Nö, ja, okay. So. Lässt er das Kind weglaufen, ja. Ja, so what? Und das Kind irrt da irgendwo rum und ist dann wieder plötzlich in den Händen von ihrer Mutter, ja. Ja. Also dieses ganze, also wie gesagt, der Bösewicht Seffin hat für mich 0,0 funktioniert. Ich weiß bis heute nicht, warum, wieso, weshalb und dabei hat er bestimmt 5 Minuten am Stück geredet. Diese ganze Nummer, wo Bond sich dann vor ihm verbeugt und so. Ja, das ist gut. Er will Zeit gewinnen, kann man sagen, er will irgendwie auf Teufel komm raus, Zeit schinden und so, das kann man ja vielleicht auch noch alles verstehen. Aber er will ja an die Waffe kommen. Die Waffe will er ja ziehen. Deswegen macht er das ja, ne? Ja. Genau. Ja, klar. Er beugt sich dann, um heimlich noch an seine Pistole ranzukommen, ne? die er dann angeblich vor alle abgelegt hatte. Aber ich fand den auch unspektakulär als Bösewicht. Also da hatten wir schon viel, viel geilere Bösewichte. Ne? Und ich hätte zum Beispiel auch gerne Dave Bautista wieder gesehen, dass der zurückkommt. Den fand ich als Mr. Hinks nämlich richtig super. Ja, der wird auch so völlig unspektakulär aus dem Zug geschmissen. Können. Genau, der wird so. Ja, das ist auch so ein Ding. Das ist mir jetzt beim zweiten Mal gucken, das ist halt auch so ein Punkt, ne? Wie oft habe ich die alten Bond-Filme schon gesehen? Gut, die haben natürlich auch 20, 30 Jahre Vorsprung, okay. Mhm. Aber die lege ich halt auch ab und zu mal rein. Ja. Die Craigs lege ich jetzt eher nirgendwo in meinen Player rein. Jetzt habe ich halt, wie gesagt, den Spectre nochmal angeschaut. Und dann ist mir halt auch aufgefallen, ja, die kämpfen dann im Zug und der Mr. Hinks fliegt halt raus. Völlig unspektakulär ist der weg. Ein Jaws wäre wenigstens irgendwann wiedergekommen.
Genau. Was aber auch total dämlich ist, weil danach empfangen sie ihn ja wie als, also er soll ihn umbringen, aber dann kommt das Auto und holt ihn ab und dann ist er plötzlich empfangen. Warum sollte er ihn denn im ersten Schritt überhaupt umbringen? Ja, das ist. Dachte ich auch, das hat irgendwie keinen Sinn. Ne? Also dann wird er da abgeholt mit einem Rolls Royce. Ja. Er kriegt dann da ein Zimmer und mit dem. Aber Mr. Hinks soll ihn vorbringen. Aber gut, das ist die geilste Szene im Inspector. Der Kampf für mich. Weil Bond da wirklich das erste Mal wirklich absolut chancenlos ist gegen einen Gegner bei dem Kampf. Ne? Und deswegen hätte ich gerne die Figur Mr. Hinks auch gerne wiedergesehen. Ne? Absolut. Weil das wirklich ein Bösewicht ist, wo man denkt, okay, der wäre jetzt 007 weit überlegen, was die Kraft und sowas angeht. Also wie so ein Beißer oder ein Oddjob. Ne? Vor allem vermisse ich die schöne Henchman-Hotline aus Moonraker, wo man einfach anrufen kann. Ja. Die Arbeitsvermittlung. Und sich einfach noch so einen Killer bestellen kann. Genau, wenn sie den bekommen können, dann nehmen wir den. Stimmt. Da möchte ich mal gerne mal das andere Ende der Leitung sehen, wer da dran ist. Wer da dran sitzt, ja, genau. Ja. Ja. Mr. Jaws hat die Wochenende keine Zeit. Nein, auch nächste Woche nicht. Nein, wir rufen sie an. Ja, dieser, wie hieß der Henchman hier, Remo oder Primo hieß der. Da habe ich ja eigentlich nur drauf gewartet, dass er demnächst noch ein Laserauge kriegt. Da muss ich auch nochmal nachfragen, ist euch das klar geworden, er muss ja übergelaufen sein, ne? Er hat ja erst für Spectre gearbeitet und später hat er ja für Zeffin gearbeitet. Ja. Das ist uns auch nicht so richtig erklärt worden, was da jetzt passiert ist. Also irgendwie, keine Ahnung. Wird ja auch mein Namen nicht erwähnt. Also in IMDb habe ich gesehen, dass der Primo. Primo. Wird mir im Film gar nicht klar, okay. Mhm. Ja. Nee, bei IMDb Primo heißt der Charakter. Also Primo, okay. Mhm. Ja. Ich meine, der war ja ganz witzig mit dieser EMP-Geschichte. Ja. Das fand ich, das fand ich noch ganz gelungen, der Tod. Das war so mit fast der einzige Bond-Moment dann auch dieser ich habe jetzt gerade den Spruch nicht mehr im Kopf, aber irgendwie sowas, Twisted Head oder irgendwie so ein Kram, ich weiß nicht mehr. Blowing genau is mind, ne? Ja, genau, mind-blowing oder sowas, ja, genau. Das war ja dann sogar noch irgendwie mal so ein Quip irgendwie, dieser Craig ist halt so generell so humorlos. Absolut, ja. Das hat mich in den ganzen fünf Filmen schon gestört. Überhaupt kein englischer Charme, immer nur dieses Ernste. Ja, gut, Arm zu bringt noch mal einen Spruch, aber für mich war, ich habe ihn immer Kneipenschläger-Bond genannt, ne, weil der schlägt erst und fragt dann und stellt dann seine Fragen irgendwie. Ne, und das, wie gesagt, das passt alles nicht. Und ich dachte, ich war verzweifelt. Wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr lustlos, will ich nicht sagen, aber ich habe überhaupt kein Bond-Fieber gehabt. Ne, schon Tage vorher hatte ich mit Holger noch drüber gesprochen, so, Dienstag sehen wir ihn ja dann da. Ja, gucken wir uns Dienstag an. Und früher war ich Wochen vorher aufgeregt, ne, weil ich denke, Mensch, jetzt kommt endlich der neue Bond. Und was habe ich damals gefiebert bei GoldenEye? Man hatte ja sechs Jahre Pause gehabt und so, ne? Und jetzt kam endlich wieder ein neuer Bond. Und ich habe fast zwei Wochen vorher nicht schlafen können, bis es dann endlich losging. Und mir jede Zeitschrift geholt, wo irgendwas mit Bond drauf stand und so. Da war ich im Bond-Fieber. Diesmal so null. Weil ich habe es schon wieder geahnt. Ich habe nicht geahnt, dass es so schlimm wird, aber ich habe schon wieder die dunkelsten Befürchtungen gehabt. Ja. Also, wie gesagt, frag Holger, er kann das bestätigen. Ich war null im Bond-Fieber, null. Ne? Körpersprache von Holger ist schon ein bisschen, ja, ich habe das schon seit 3 Wochen hinter mir. Ja. Ja, Kinas, wie lässt uns das Ganze jetzt zurück? Werden wir, also jetzt muss man ja aber auch vielleicht mal ein bisschen ehrlich uns machen. Darf ich noch eine Sache sagen, bitte, was mich auch wahnsinnig gestört hat? Der Schluss, diese Ballerei am Schluss nur noch, auch so völlig unspektakulär. Oh, das hatte ich mir auch notiert. James Bond wird John McClane. Das ist ja wie so ein Computerspiel. Du gehst durch die Gänge und rechts und links musst du Leute abballern. Das ist ja wie Doom teilweise gewesen, ne? Oder Soldier of Fortune oder was weiß ich.
Man rennt durch die Gänge, überall sind Gegner, die man abballert. Leute, ist das unspektakulär. Das ist ja eine Mischung aus Rambo und Stirb langsam gewesen. Also das ist doch kein Bond-Finale. Ne, wo ist denn da die Fantasie geblieben, wo man damals noch mitgefiebert hat? Oh Mensch, wie kommt er jetzt aus dieser Situation wieder raus? Und oder irgendwas Spannendes, ne, dass sie nochmal irgendwie bedroht, dass er in irgendeine, was weiß ich, in irgendeine Kreisliege fallen könnte oder in irgendeine Laserfalle oder was weiß ich. Ne? Oh, dachte ich, nein, ist das ein gruseliges Finale. Ne? Und dann ja, aber das zieht sich ja durch alle Ebenen dieser Filmreihe mittlerweile durch. Ja. Guck dir mal die letzten Blu-ray-Editionen an, wie lieblos die gemacht sind. Also, genau, daran sieht man auch schon, genau. Und ich habe extra dieses Plakat hier aufgehängt. Dies ist nämlich ein Fanart von einem Künstler, der wirklich dieses Plakat so gemacht hat, wie man es eigentlich aus guten alten Zeiten kennen würde. Ja. Es hat so ein bisschen was von Octopussy und von der Future Girl. Ja. Wenn du dir hingegen das offizielle Plakat anguckst, das ist genauso im Grunde wie bei Spectre und bei Skyfall. Mal siehst du Daniel Craig von links oder von rechts fotografiert mit der Waffe in der Hand und total langweilig mit so einem schwarz-weißen Hintergrund. Und das hier ist so, stellt man sich ein Bond-Plakat vor, ne? Richtig. Und das ist halt dieses Ganze, das ist alles so lieblos und so, also es ist furchtbar, wirklich. Man schaut mit Neid, schaut man wirklich auf die Star Trek oder Star Wars Blu-ray-Edition, die es da gibt, mit extra Bonus-Discs, vollgepackt mit Extras und sowas. Und wir Bond-Fans, wir gucken immer in die Röhre. Ja. Aber ey, immerhin gibt es jetzt vom Playmobil einen schönen DB5. Ja, habe ich schon gesehen. Den habe ich schon in meinem Einkaufskorb. Den muss ich auch haben. Nee, ich wollte eigentlich gerade noch eben sagen, vielleicht sollten wir uns an einer Stelle aber auch kurz ehrlich machen, bevor wir dann hier so ein bisschen für heute zusammenpacken, möchte ich aber an der Stelle doch nochmal kurz über eine Geschichte reden. Und zwar über so die Wahrnehmung von Bond-Filmen im Allgemeinen. Ist es nicht, also ich stelle jetzt mal die These in den Raum, auch dieser Film wird vielleicht, oder diese Reihe, oder wie auch immer man das jetzt betiteln will, braucht vielleicht noch ein bisschen. Denn ich habe noch nicht gelebt, als Majesty im Kino war, aber das war jahrelang als der schlechteste Bond aller Zeiten bezeichnet, sowohl George Lazenby als auch der Film. Und auch über License to Kill, das habe ich sehr wohl mitgebracht, wurde ja der Stab ziemlich gebrochen und danach war erstmal 6-7 Jahre Ruhe im Karton. Das sehen wir zum Beispiel völlig anders. Alles gut. Ich sehe das ja heute auch anders. Aber damals war License to Kill der größte Schmonzes und Majesty anscheinend auch. Jetzt haben wir das Gleiche mit No Time to Die nochmal. Ich glaube, wir können an der Stelle hier die Geschichte mit dem unsichtbaren Auto, was war das? Die Another Day? Nee, was war Die Another Day? Ja, genau. Das ist für mich der absolute Tiefpunkt, sogar noch weit vor Moonraker, weil Moonraker ist auf seine Art genial, auf seine ganz eigene Art genial. Aber kann es sein, dass wir vielleicht in 20 Jahren auf das zurückgucken und sagen werden, naja, eigentlich so im Nachhinein betrachtet? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, weil allein schon bei diesem Finale, da kann man nichts mehr schönreden. Auch in 20 oder 30 oder 40 Jahren nicht. Das gehört sie einfach nicht. Bond ist eine Filmfigur, die nicht zu sterben hat. So einfach ist es. Hm. Nee, das ist meine Meinung. Das kann jeder anders sehen natürlich. Ich habe, wie gesagt, im Internet sind auch einige, die sagen, toller Film, genial und so. Ja, absolut. Wie gesagt, jedem das Seine. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich glaube, der kommt beim jüngeren Publikum wahrscheinlich auch besser an als bei den Älteren, weil die Älteren sind mit Connery, Roger Moore, Dalton, Brosnan groß geworden, also beziehungsweise also eher so die 70er, 80er, 60er Bonds und die schlagen wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. Und das jüngere Publikum, die eher so mit Daniel Craig groß geworden sind, die kommen wahrscheinlich besser mit diesem Film klar und sagen dann, ja, wieso, so hat alles gepasst, so ein geiles Ende und sowas alles. Könnte ich mir denken jedenfalls. Ne? Das wird ja auch jetzt immer so gesagt, na ja, das ist halt ein moderner Bond. Das hat mit modern für mich nichts zu tun. Ich meine, es gibt ja wunderbare Beispiele. Ich bin jedes Mal wieder begeistert, jetzt die letzten Mission Impossible Filme, die waren großartig. Ja. So stelle ich mir einen modernen Bond-Film vor. Richtig. Ja. Beeindruckende Action, tolle technische Spielereien, viel Humor dabei, die waren toll. Oder Kingsman fand ich auch beide Filme ganz super. Also ich
hoffe, ja, dass die Barbara Broccoli das ganze Franchise bitteschön verkauft. Ja. Die soll das bitte nicht mehr machen. Die ist mit ihrem Latein am Ende. Denn sollen sie so einen Matthew Vaughn oder solche Leute daran lassen, die wirklich mit dem Spirit an diese Filme rangehen und wirklich dann auch einen richtig, wirklich einen Reboot dann auch vornehmen. Wenn sie noch wieder weitermacht, dann wird der nächste Film auch wieder gequirlte Scheiße. Ja. Da bin ich mir absolut sicher. Mission Impossible ist ein gutes Beispiel. Zum Beispiel der letzte. Er hängt da an dem Netz, der an dem Hubschrauber hängt. Dachte ich, das ist doch wie eine Bond, wie so eine Bond-Szene. Ne, das Netz hängt unter dem Hubschrauber und droht abzureißen und er muss sich da festkrallen und so. Und das ist ein Mission Impossible Film gewesen. Oder da wird auch nicht die ganze Zeit geschossen. Da muss dann irgendein Virus aus irgendeinem Labor geklaut werden oder er muss in irgendeinen Tresor einbrechen oder er muss, das sind spannende Momente, wo man mitfiebert. Im Kreml-Museum. Im Kreml-Museum, genau, ja. Ne, wo er dann einbrechen muss. Dann haben sie dann eine Spezialleinwand, sodass die Wache nichts merkt, ja, und so. Das, genau, sind Bond-Elemente, ja, in Mission, genau, Impossible. Ganz genau. Und die, ja, haben wir bei Craig überhaupt nicht mehr. Null, nichts. Ist, nee, da. Und das zieht sich halt durch. Da ist jetzt das Bond-Franchise einfach nur eins von vielen. Denn wir machen ja in unserem Podcast, haben wir ja viel mit vielen Franchises zu tun. Und bei manchen bin ich auch durchaus, obwohl ich großer Bond-Fan bin, wenn ich es einfach mal nach dem Grad des Merchandise bewerte, dass ich bei mir habe, jetzt gibt es auch nicht so viel Bond-Merchandise, schon klar, aber dann habe ich halt hier Star Wars, dann Star Trek und dann kommt irgendwann mal Bond-Kram. Und das zieht sich halt eben durch. Sowohl die neuen Star Wars-Filme müssen sich das Gleiche anhören, da hat irgendjemand den Spirit nicht verstanden, ja, aber neue Leute finden das bestimmt ganz toll und bei Star Trek ist es halt ähnlich, ja. Darf ich mal fragen, ich, ja, kenne mich leider mit den Star Wars und Star Trek Filmen überhaupt nicht aus. Was ist denn da so verändert worden, was so viele Leute stört? Ich kann natürlich überhaupt nichts sagen. Also, schwierig, es kurz zu fassen, aber ich versuch's mal. Bei Star Wars ist es eigentlich so, dass diese neue Trilogie, ich rede jetzt mal von der Trilogie von den neuen, dass das halt einfach nur mehr oder weniger ein Remake ist, was eine ganz, ganz große, gewichtige Story erzählen soll, aber du merkst halt einfach, sie hatten keinen Plan. Also wo ein MCU, ein Marvel-Universum von Anfang an wusste, wo sie am Ende aufhören wollen, ja, hatten die hier keinen Plan. Die geben das auch unumwunden zu. J.J. Abrams sagt, ja, es wäre vielleicht ganz cool gewesen, wenn wir die Trilogie angefangen hätten, wenn wir gewusst hätten, wie wir aufhören wollten. Und dann denkst, ja, du so, okay, hä? Ja. Ernsthaft jetzt? Wirklich jetzt? Ja, ja. Und bei Star Trek ist das halt mehr oder weniger das Gleiche. Es wird halt gebrochen um des Brechens willen. Ja. Mhm. Und im Chat wird gerade geschrieben, Star Trek Picard ist für mich ein ganz großer Wurf. Also lieber Taxi Driver, das sehe ich komplett anders, diametral anders. Kannst dir gerne dazu unseren Podcast anhören, ganz, ganz schlimm. Da wird also sind in dem Film zum Beispiel auch Leute gestorben, wo man sagt, die haben nicht zu sterben, die gehören ja auch dazu. Ja, auch. Und auch das, so, und hast du das bei Star Trek, hast du das, wie gesagt, meiner Meinung nach, Indiana Jones wird der Nächste sein, kannst die Uhr nachstellen, dass Harrison Ford den Film nicht überleben wird. Mhm. Und zwar genauso unnütz, wie Han Solo halt auch das Zeitliche segnet. Das heißt, da ist jetzt halt das Bond-Franchise nur eins von vielen, das halt gerade diesen der Punkt läuft. Aber was halt das ist, und ich glaube, Holger hat es gerade eben gesagt, es gibt ja bei beiden Franchises, bei Star Wars und bei Star Trek, etwas, das das Fandom halt nicht spaltet und trotzdem neu ist. Ja, bei Star Trek ist es jetzt Lower Decks, die Animationsserie, hört sich jetzt komisch an, ist aber so, die bei allen Fans sehr, sehr beliebt ist, obwohl jeder am Anfang gesagt hat, oh Gott, eine Animationsserie. Ja, wo wirklich jeder Star Trek-Fan sagt, oh Mensch, also jetzt mal den Cartoon-Humor mal außen vor, so würden wir uns eine Star Trek-Serie wünschen mit diesen Geschichten. Ja? Mhm. Und bei Star Wars ist es The Mandalorian und in Teilen auch Rogue One, also praktisch diese Side-Stories, ja? Mhm. Wo andere Leute am Ruder sind, die halt als Kinder Fan von Star Wars waren. Hier sind, genau, ja Leute, auch bei James Bond sind ja Leute am Ruder, die offen in die Kamera sagen, mit James Bond konnte ich nie was anfangen. Ja. Mhm. Bei Quantum of Solace, der Regisseur, der sagt offen in die Kamera, James Bond war ich nie großer Fan von. Mhm. Und auch J.J. Abrams sagt, ich war auch nie großer Fan Star Wars, war eher so der Star Wars Guy und selbst das hat er verkackt. Und da frage ich mich so, ey, es gibt Leute wie wir, gut, wir sind jetzt nicht im Filmbusiness, ihr ja noch mehr als wir, die damit groß geworden sind. Ich sage dir, ich kann dir den Markenkern für Star Trek runterbeten,
worauf es ankommt, und ihr könnt es für James Bond wahrscheinlich sofort, und dann mach doch erstmal die safe Nummer, nimm diese Bits and Pieces und fang damit an, und dann hat keiner ein Problem damit, hier und da mal ein bisschen von abzuweichen. Alles gut. Ja. Aber dieses Brechen um des Brechens willen, einfach nur damit man es gemacht hat, ist für mich einfach in ganz großen Teilen so ein großer Stinkefinger an die Leute, die am Ende das Geld bezahlen, damit die sich dieses Franchise halt permanent rentiert und rechnet. Ja, ich meine, der Regisseur Fukunaga, der von dem neuen Film, der hat ja sogar in einem Interview gesagt, James Bond war früher ein Vergewaltiger in den 60er-Jahre-Filmen. Also man fängt schon an, die alten Filme schlecht zu reden. Schlecht zu reden, ja. Als Regisseur eines Bond-Films und gerade bei Goldfinger betreffend, dass dann wirklich der Bond-Film schlechthin ist, da habe ich schon gedacht, ach du Jemini, das ist ja schon mal ein schlechtes Omen für den Film, wenn der schon so redet. Da habe ich schon geahnt, was kommt. Ich meine, klar, aus heutiger Sicht gibt es da viel toxische Männlichkeit. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Das war eine andere Zeit. Das war eine andere Zeit in den 60ern. Sag ich ja. Alles gut. Ich sage ja, aus heutiger Sicht brauchen wir da nicht drüber reden. Das würdest du und brauchst du und musst du auch heute so nicht mehr inszenieren. Und klar. Pussy Galore wird de facto vergewaltigt. Ja, es ist so. Ja, die muss nochmal richtig durchgehen und dann ist die wieder normal. Ja, aber als Kind, jetzt mal ganz kurz. Wild geküsst und fängt dann aber auch selber an. Also weil sie sich ja dann dem Manne hingibt, wie toll er ist. Aber als Kind, ganz ehrlich, habe ich das in dem Sinne gar nicht gecheckt. Sie wird ja sogar umgedreht, genau. Weil sie sogar eine Lesbe ist, offenbar. Genau, aber als Kind habe ich weder gecheckt, dass die lesbisch sein soll. Ja, das war mir als 10, 11, 12-Jährige überhaupt nicht wurscht, sondern ich habe das so wahrgenommen, ach guck mal, da ist eine, die sich dem halt nicht mal eben so an den Hals wirft. So habe ich die Szene wahrgenommen, der natürlich keine Metaebene gesehen hat als Kind. Ne? Aber ich definitiv ein Korb, ja, das stimmt. Ja, so habe ich die Szene wahrgenommen, deswegen bin ich da nicht rausgegangen und habe gesagt, oh, wenn mir einer einen Korb gibt, mache ich das jetzt genauso. Ja. So, und ich habe als Kind weiß Gott oft James Bond nachgespielt, so ist es nicht. Ja. Und und ich finde noch schlimmer eigentlich, wenn man das jetzt mal so sieht, wie ein Feuerball das ausnutzt, dass sie einen Fehler gemacht hat, die Masseuse da. Und sagt nach dem Motto, wenn du jetzt mit mir nicht unter die Dusche gehst und wir nicht poppen, dann verrate ich, dass du einen Fehler gemacht hast, so ungefähr. Das ist ja auch so. Oder in Leben und Sterben lassen, dass er sie mit den Karten reinlegt. Ja. Als wenn sie nur die Liebeskarte gezogen hätte. Das ist ja auch ein ganz fieser Trick von ihm. Also, aber ja, mein Gott. Aber pass auf, das sind ja eben Dinge, die hättest du mit einem, wenn du ihn jetzt fake sterben lässt, so wie in dem letzten Batman mit Christian Bale, wo er ja auch Batman rausfliegt, dann ist die Atomexplosion, denkst du, oh Gott, Batman ist tot, und am Ende siehst du halt dann hier den Alfred, wie er irgendwo in einem Café sitzt und am Nebentisch hockt einer, könnte dann der Bruce Wayne sein. Auf so eine Szene hatte ich ja ein bisschen gehofft. Genau, ich auch. Ja, und hattet ihr ja vorhin gesagt, dass das da so irgendwie was in der Richtung kommen sollte, kam aber dann natürlich nicht, und jetzt habe ich den Faden verloren, das ist aber wurscht, deswegen übergebe ich nur mal kurz an euch eure Gedanken zum Schluss. Wir wissen, was du gemeint hast. Es gibt ja schon durchaus Leute, die sagen, vielleicht wäre es am coolsten, wenn man die James-Bond-Filme nur noch in den 60er Jahren spielen lässt. Und gar nicht mehr in die neue Zeit, weil es passt einfach vielleicht nicht mehr in die neue Zeit und immer wieder diesen Spagat wieder macht, sagt man einfach, okay, ne, das funktioniert bei OSS 117, gibt es ja bald einen dritten Teil, da freue ich mich schon sehr drauf. Da ist wirklich Spirit drin, das ist zwar Parodie, aber die machen sich so viel Mühe mit diesem Film und so viel mit Liebe zum Detail, dass ich mir denke, vielleicht wäre das die bessere Lösung. Genau den Gedanken hatte ich auch, und zwar, als ich Tom Hiddleston in Loki gesehen habe, da gibt es eine kleine Episode, da wird dann impliziert, dass Loki auch D.B. Cooper war, so ein berühmter Gangster oder Bankräuber in USA, und dann gibt es halt eben eine Szene, wo du Tom Hiddleston in einem schicken, maßgeschneiderten Anzug mit weißem, dünnen Einstecktuch im Flugzeug siehst, ja, und dann habe ich mir so gedacht, so hey. Und mit Night Manager hat er sich auch schon um James Bond beworben. Wer Bond-Fan ist, sollte auf jeden Fall The Night Manager mit Tom Hiddleston gucken. Ist wirklich, also
da könnte man auch ein Bond-Franchise draufbappen auf diese Serie. Ist eine Miniserie, ich weiß gar nicht, wer die streamt, aber der Night Manager hier, ganz große Shout, ist schon ein paar Jahre alt, sicherlich schon 4-5 Jahre alt, wenn nicht sogar noch einen Ticken älter. Solltet ihr auf jeden Fall mal geschaut haben, ihr werdet es nicht bereuen. Und das bringt mich dann jetzt zum Abschluss. Who's next? Ja, Holger und ich, wir sind ja Fans von Henry Cavill. Den könnte ich mir also auch gut als Bond vorstellen, das ist der Superman-Darsteller. Das wäre so ein Typ, glaube ich, den fand ich schon als Superman fand ich den super und vor allen Dingen auch in Mission Impossible als Bösewicht. Da dachte ich, oh, der hat aber auch, den könnte ich mir wirklich gut als 007-Nachfolger vorstellen. Und man sieht ja auch öfter im Internet seinen Namen, so Henry Cavill, der ist so ein Kandidat, der, glaube ich, ganz oben links auf der Liste steht. Also ich würde mich freuen, wenn der es wird. Ne? Und bei dem könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das ein guter Nachfolger wird. Er ist halt noch The Witcher, ne? Und das dritte Franchise, schwierig, schwierig. Also ich finde ja Taron Egerton super, der uns ja in Kingsman schon... Ja, auch nicht schlecht, stimmt. Und der ist auch sehr jung noch. Der ist ja noch nicht mal 30. Es wäre ja auch mal ganz gut, einen James Bond mal zu haben, der wirklich mal wieder also Anfang 30 oder so ist. Und das ist ja auch vor allem schön, wenn die Broccoli hat ja auch keinen Bock offenbar. Die lässt sich ja mittlerweile ja 4-5 Jahre Zeit zwischen zwei Filmen. Bei Albert R. Broccoli kannst du die Uhr nachstellen. Alle 2 Jahre gab es einen Bond-Film. Ja. Und Mission Impossible ist es genauso. Alle 2 Jahre machen die einen neuen. Die hat ja auf dem roten Teppich, hat sie ja bei RTL, hat sie doch ins Mikro gesagt, als sie gefragt wurde, wer wird denn der nächste James Bond? Ja, das werden wir im nächsten Jahr, wenn wir da mal schauen und mal Ausschau halten. Ja, dass im nächsten Jahr das 60. Jubiläum von Dr. No ist und vielleicht ist ein schöner Zeitpunkt wäre, einen weiteren Bond-Film ins Kino zu bringen, kommt auf die Idee, kommt die gar nicht. Mhm. Die hat mit Traditionen nichts am Hut. Nichts. Diese ganze Serie ist der scheißegal. Ich glaube, die hasst dieses Erbe von ihrem Vater eher, ist mein Eindruck. Hast du diesen Rhythm-Section gesehen von ihr? Die hat auch letztes Jahr einen Film produziert. So eine Art weiblicher James Bond sollte das ja werden. Das ging total in die Hose, der Film. War total Ich erinnere mich. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich erinnere mich. Ja, ja. Mhm. Wo auch denn so eine Frau, sie ist dann als Prostituierte und wurde misshandelt von Männern und ganz schlimmes Leben gehabt. Und jetzt wird sie also ausgebildet von einem total blassen Jared Leto zu einer Agentin. Und der Film war total bescheuert. Und da sieht man schon. Also Das sind doch so Filme, die die Welt nicht braucht. Vor allem, du hast Atomic Blonde. Der ist nicht schlecht, wenn du weibliche Agenten sehen willst. Du kannst dir Salt angucken. Und wenn ich jetzt ein bisschen drüber nachdenke, fallen bestimmt noch 3-4 weitere ein. Red Sparrow fand ich auch super. Red Sparrow, Jennifer. Richtig, ganz genau. Dann im Zweifel noch Black Widow, was ehrlich gesagt auch nur ein verkappter Bond-Film ist, falls ihr den gesehen habt schon. Noch nicht. Also auch bei Black Widow ist ein Remake von Moonraker. Ah ja, okay. Also geht mit dem Mindset rein, dass es ein Remake von Moonraker ist und dann werdet ihr es nicht übersehen können. Ja. Mhm. Na, Black Widow, ja, da habe ich schon viel drüber gehört über den Film. Und es gibt so 2-3 Szenen, da fällt es, also das ist im Marvel-Universum ist es nur ein solider bis mittelmäßiger Film. Aber wenn da 007, also es gibt wirklich 2-3 Stellen, da fällt sie irgendwo aus dem Flugzeug oder sonst irgendwo und macht dann irgendwas, da denkst du so, ja, da fehlt jetzt nur noch. Dann wird es irgendwie passen. Mhm. Das sind ja jetzt alles relativ bekannte Namen. In der Regel wird es ja gar niemand so Bekanntes. Ne? Ja, vielleicht wird es auch wieder jemand völlig Unbekanntes, wie Craig damals, ne? Den kannte kein Mensch. Ja. Oder die wenigsten, glaube ich. Nur. Ob sich Heike Makatsch heute noch ärgert, dass sie ihm den Laufpass gegeben hat? Keine Ahnung. Ja, das wäre jetzt eine wesentlich lukrativere Scheidung. Ein guter Bekannter ist von mir ist ja der Synchronsprecher René Dorn-Claude. Der hat bei mir immer in Fernsehkritik TV früher die Eröffnungstext immer gesagt als Off-Stimme. Mhm. Und der spricht ja unter anderem jetzt auch Jack Ryan, die Serie, spricht er ja den Hauptdarsteller. Und er hat irgendeinen Schauspieler, ich habe aber jetzt gerade den Namen nicht parat, schon mal synchronisiert, der auch als James Bond sozusagen im Gespräch ist als Neuer. Und natürlich hofft er jetzt, dass der es möglicherweise würde und sie vielleicht ihn dann auch fragen würden, ob er denn auch weiterhin den Schauspieler synchronisieren würde. Die Nachfolge, der Nachfolger von Dietmar Wunder, der ja, genau. Später gesprochen hat. Ne? Ja, ja. Großartig. Freunde, es bleibt spannend und
Ich weiß nicht, ob ich noch ein zweites Mal reingehe. Hier ist Forever Nerd Girl, war noch nicht drin. Mal gucken, ob ich mir das noch ein zweites Mal antue. Wie ist die deutsche Synchro? Kurz was dazu. Ist in Ordnung, ja. Alles okay. Kann man nicht sagen. Da gibt es nichts zu bemängeln. Ich werde ihn bei dem schon erwähnten Event in Bad Dürkheim ein drittes Mal gucken. Das ist mit im Programm mit drin. Das wurde vorher noch im Chat gefragt. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist denn dieses Event? In Bad Dürkheim gibt es ein Casino. Soweit ist mir das bekannt. Genau, da geht es abends auch noch hin. Naja, es gibt ja öfter mal so diese so Bond-Events halt, die gemacht werden. Und dieses umfasst halt das Meet and Greet mit der Dr. Vogel, wie heißt die? Brigitte Mila heißt sie, glaube ich, die Schauspielerin. Da kann man also mit ihr. Was, Brigitte Mira, die lebt noch? Mila, glaube ich. Ja. Brigitte Mira wäre super. oder so ähnlich heißt sie. Die Älteren unter uns werden diesen Gag verstanden haben. Ja, genau. Mit der kann man halt Foto machen und so, dann gibt es den Film und abends gibt es ein großes Dinner, so richtig mit Smoking und Fliege und so, an so mit festliches Buffet. Und dann gibt es anschließend noch die Möglichkeit, ins Casino zu gehen. Das ist halt so ein Eventpark. Holger und ich sind ja im James Bond Club Deutschland und die organisieren diese Treffen. Ah, okay. Genau. Wir hatten zum Beispiel vor 2 Jahren eine Reise in die Schweiz, wo an den Piz Gloria Berg, wo damals im Geheimdienst ihrer Majestät gedreht worden ist. Und wir waren, also ja, der Film hatte 50-jähriges Jubiläum, weil der 69 da gedreht worden ist. Und es war ein großartiges Event mit einem Aufwand. Und der George Lazenby, der Bond-Darsteller, war da. Und wirklich? Mit alten Bond-Girls. Buffet und ein wahnsinniges Buffet. Also die zerreißen sich dann auch. Also und du hast, du kennst ja, wenn du den Film vor Augen hast, gibt es ja diesen Hubschrauberlandeplatz mit dem Haar. Da kannst du ja richtig rausgehen, da hast du eine unfassbare Aussicht auf das Gebirge. Und dann haben wir auch noch, normalerweise machen die ja um 18 Uhr dicht oder sowas, aber wir haben ja abends da eine Party mit dem Bond-Club richtig gefeiert. Und dann konntest du noch den Sonnenuntergang auch sehen und so. Wovon Telly Savalas ja auch schwärmt in dem Film mit Diana Rigg. Das konnten wir also auch erleben. Und ein tolles Buffet und so, das war wirklich sensationell, ja. 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 Wow. Also Bond-Fans, ne, James Bond Club Deutschland, das lohnt sich, weil das sind so tolle Treffen und vor allen Dingen, wenn sich Bond-Fans dann untereinander treffen, da gibt es dann ein Gesabbel, da kann man sich dann tot reden über Bond, ne, weil da hast du andere Fans, die Filme auch kennen und da hast du Gesprächsstoff Nummer 1 ist dann 007 und das ist also ganz großartig und wie gesagt, haben schon so tolle Events stattgefunden, in Wien damals der Hauch des Todes, die Drehorte besucht und so weiter und in Berlin und alles, also es lohnt sich wirklich, die machen da einen Wahnsinnsaufwand, wirklich. Ja Mensch, schöner, auf einer schöneren Note könnte man es doch gar nicht enden heute, aus dass Fans sich freuen mit anderen Fans sich auszutauschen. Genauso hat es mich heute auch gefreut, mich mit euch wieder auszutauschen. Man braucht einfach für so ein Thema, das einen dann, ein Franchise, das einen so bewegt, einfach jemand, der einen versteht. Und das kannst du einfach nicht mit Menschen, die halt sagen, ja gut, dann ist er halt tot, what's the deal? Ja. Nein, so einfach ist es eben nicht. Ja, da müssen wir jetzt drüber reden. Und ja, ich hatte gehört, dass dein Partner hier in diesem Projekt, dass der ja von dem Film durchaus angetan war. Ja, schade, dass er nicht dabei war, sonst hätten wir noch ein bisschen mehr diskutieren können. Das ist richtig, aber er ist halt da in manchen Franchise auch einfach gar nicht so involviert und dann sieht man es halt mit anderen Augen. Das muss man halt dann auch ganz ehrlich an der Stelle dann nochmal sagen. Und ich glaube, wir haben es aber an der Stelle auch genug disclaimed, wem es gefällt, dem darf es ja auch gerne gefallen. Uns drei alten weißen Säcken muss es halt nicht alles gefallen. Und wie ich immer sage, ich muss halt nicht jedes Franchise abfeiern, nur weil da James Bond, Star Wars oder Star Trek draufsteht. Und wenn das halt Kappes ist, der mir da vorgesetzt wird, dann nehme ich mir das Recht raus, das halt auch eben entsprechend zu benennen. Ja. Und habe aber auch hier die Hoffnung, dass es dann halt eben wieder bessere Zeiten gibt. Und glaubt mir, wie gesagt, aus dem Star Wars und Star Trek Franchise kann ich euch sagen, es gibt überall auch Menschen, die in Positionen sind, die durchaus so eine Essenz verstehen. Und deswegen
bin ich jetzt mal gespannt, wann es weitergeht. Von mir aus brauchst du aber jetzt keine 2 Jahre Pause oder 6 Jahre Pause für den nächsten Bond. Ganz ehrlich, ich kann denen sofort sagen und ihr auch, was das Problem ist. Und dann können wir in 2 Jahren wieder einen Film im Kino haben. Das wäre doch cool. Was glaubst du, wie schwer mir das fällt, so über diesen Film im Grunde genommen den so zu zerreißen? Ich meine, wer meine Hintergrundwand sieht, kann sich denken, dass ich Bond-Fan bin. Es fällt mir als Fan unheimlich schwer, so negativ über einen Bond-Film zu reden. Aber das ist das halt, was ich empfinde über diesen Bond-Film. Ja. Ich kann mir da nicht schön reden. Ja. Ja. Und wenn ich sage, ich werde den im Kino garantiert nicht nochmal sehen, dann hat das, dann ist das wohl sehr deutlich. Auf Blu-ray werde ich mir natürlich holen, in der Hoffnung, mit einem alternativen Ende, was Holger ja schon sagte. Aber ich bin so maßlos enttäuscht, wie ich noch nie von einem Bond-Film enttäuscht war. Also das ist der erste Bond-Film, wo ich wirklich dachte, also ich bin fassungslos, ich bin sprachlos. Nur so bin ich noch nie aus einem Bond-Film rausgegangen. Aus dem Mensch, Kino. Mario, jetzt wollte ich das Ganze hier gerade auf eine gute Note beenden. Ne? ich wünsche euch aber dann an der Stelle trotzdem ganz, ganz viel Spaß und tolle Unterhaltung in Bad Dürkheim. Geht da auch im nächsten Tag mal in Saumage essen. Ne? Mario ist nicht da. Ach so, okay. Gut, dann Holger, gehst du in Saumage essen, ne? Das Bescheid weiß. isst mal da ohne. Ist leckerer, hört sich schlimm aus, schmeckt aber super. So, also in diesem Sinne, liebe Leute da draußen, wenn euch das heute Abend hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben. Lasst doch mal ein Abonnement für diesen Kanal, der ihr kennt das ja. Und natürlich, wenn ihr mehr von Nerdizismus hören wollt, dann schmeißt einfach den Podcatcher eurer Wahl an. Sucht nach Nerdizismus und da findet ihr alle unsere inzwischen knapp über 300 Folgen, wenn ich mich recht entsinne. Ganz genau. Euch viel Spaß in Bad Dürkheim oder dir, Holger, viel Spaß in Bad Dürkheim, Mario. Trotzdem vielen Dank. Ich hoffe, du hast dich nicht zu sehr aufgeregt und du kannst jetzt wieder beruhigt ins Bett gehen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr nach all den Jahren nochmal vorbeigekommen seid. Ich hoffe, beim nächsten Mal müssen wir nicht 5 Jahre warten, bis wir uns wieder über einen Bond-Film austauschen können. Vielleicht gibt es ja auch mal vorher irgendwie sowas. Wenn ihr Redebedarf über den Night Manager habt, dann kommt gerne auf mich zu. Da rede ich auch nochmal gerne drüber. Und ich kann es an der Stelle wirklich nur mal empfehlen. Wenn ihr es nicht kennt, schaut The Night Manager und denkt euch im Geiste einfach ab und zu mal so ein bisschen das James-Bond-Thema dazu. Ja, und vielleicht sind wir dann beim nächsten Bond völlig begeistert und können dann nur über positive Dinge erzählen. Es wäre so schön. Vorher wären wir uns noch zu schön, um wahr zu sein. Genau. Allerdings. In diesem Sinne, machtet Jota draußen. Euch vielen Dank und bis die Tage. Wie geht's hier bei Nerdizismus weiter? Wir müssen mal schauen mit den Livestreams. Die Woche wird es wahrscheinlich keinen mehr geben. Nächste Woche dann wahrscheinlich eigentlich einen zu What If. Lower Decks steht noch an und The Walking Dead nächste Woche wieder mit Andreas. Ihr könnt uns live auf der FedCon und der MagicCon sehen und jetzt sind wir raus. Bis dann. Ciao. Schönen Abend. Ciao. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.